So laut. Wissenschaft. Crazy laut. Hallo Wissenschaft. Hallo. Hallo Claudia, hallo Henning. Hallo Lambert. Hallo Lambert, hallo Henning. Zwei Monate ist es her, da sind wir wieder. Ja, ja. Ja. Hallo Melanie, Chat. Hallo Chat. Ja. Hallo JP, hallo Mr. Crosser. Moin. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Endlich wieder Forschungsstrom, ne? Genau. Ich habe euch ein bisschen vermisst. Ja, wir dich auch. Also wir uns. Nee, ich meinte auch den Chat, aber ja, gut, euch habe ich auch vermisst. Ach so, na gut, ja. Nee, dann. Nö. Ah, der Chat uns auch. Das ist doch lieb. Ach Mensch, ja, das liest man ja gerne. Ja, es gibt die alteingesessenen Menschen im Chat, aber dennoch sollten wir uns mal wieder kurz anfangs alle reihum vorstellen. Es gibt ja auch immer wieder neue ZuschauerInnen. Okay, dann fängt Henning an. Ich fange an. Moin, ich bin Henning, ich lebe in Berlin und mache beruflich auch was mit Wissenschaftskommunikation und ströme aber hier im Forschungsstrom mit Lambert und Claudia rein privat. Und als Forschungsstrom sind wir einmal im Monat hier auf Twitch unterwegs und reden über Wissenschaft. Claudia. Ja, mein Name ist Claudia Frick. Ich bin in meinem Dayjob Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule in Köln. Ich ströme hier dienstlich und ansonsten gibt es ja auch noch einen privaten Twitch-Account. Da zocke ich dann lieber Spiele und kümmere mich um solche Dinge. Lambert. Ja, hallo, ich bin Lambert aus Hannover. Ich muss gerade sehr schmunzeln über Mr. Captures Frage, alteingesessen, ist das eine Bewertung? Ein Lob. Nein, das ist so ein total gut verkapptes Lob. Und ich arbeite an der TIB, das ist eine Bibliothek in Hannover, mache Open Science und so ein bisschen Wissenschaftskommunikation, so als zweitwichtigstes Thema der Welt. Ja, und genau, das sind wir, das ist die altbekannte Besatzung, aber wir haben einen Gast, eine Gästin. Genau, wir sind heute nicht nur zu dritt. Ja. Es wird gleich voll. Habt ihr schon gelesen? Wollen wir sie reinlassen? Genau. Oh mein Gott, es muss aber jemand die Musik machen. Ja, oh nein. Ja. Oh, besser nicht. Aber wir lassen sie doch rein, oder? Ehrlich gesagt, Chat? Eben habe ich, glaube ich, die Lisa hochgeholt. Kann das einer von euch machen? Ich komme hier nicht runter mit meiner Maus irgendwie. Gar kein Problem. Aber der Chat hat ja noch gar nicht gesagt, ob sie, aber ich glaube schon. Ach so. Ja. So, Lisa, dann kommst du mal hier hoch. Hallo. Muss ich jetzt Hello sagen oder so? Ja, und Konfetti werfen. Ja, wisst ihr, habe ich gerade nicht da. Schade. Willkommen. Ja, hallo. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ja. Ja. Hallo. Ja, jetzt musst du dich auch erstmal vorstellen. Also, jetzt wer bist ich auch du? Vorstellen. Genau, ich bin Lisa, ich sitze in Karlsruhe, bin eigentlich noch in Elternzeit, habe aber wieder gerade Teilzeit angefangen zu arbeiten am Karlsruher Institut für Technologie und kümmere mich da um Weiterbildungsprogramme für DoktorandInnen und Postdocs. Und bis letztes Jahr hatte ich noch dort auch eine Doktorandenstelle und habe meine Doktorarbeit über Wissenschaftspodcast geschrieben und habe die jetzt Ende letzten Jahres eingereicht. Jetzt wird sie gerade begutachtet. Und bevor ich ans KIT kam, war ich auch mal in der Praxis der Wissenschaftskommunikation, also auf Öffentlichkeitsarbeit gemacht bei verschiedenen Forschungsinstitutionen. Klasse. Genau, und daher kennen wir uns auch. Wir haben uns da an verschiedensten Veranstaltungen und so mal getroffen. Und ja, dann hast du deine Doktorarbeit geschrieben über ein Thema, das uns ja auch umtreibt, nicht wahr? Worüber hast du deine Doktorarbeit geschrieben? Genau, also mich haben vielleicht so als Einleitung, mich haben Wissenschaftspodcasts, ich habe die halt immer gerne gehört, ich habe sie auch selber mal produziert bei meinem früheren Job und ich habe dann entschieden, ich würde da gerne was zu machen
Und dann war so die erste Frage eigentlich, was ist denn das Besondere an Wissenschaftspodcast, was man halt nicht über jeden anderen Podcast auch sagen könnte, also dass man keine Zeitbegrenzung hat oder da mal ausführlich drüber reden kann und so über Themen reden kann. Und deswegen, also ich habe mich darauf konzentriert, auf Gespräche, die in solchen Podcasts über Wissenschaft stattfinden, weil es auch eine linguistische Arbeit ist, also wenn halt Leute im Podcast direkt miteinander reden und es jetzt nicht nur so eingespielte O-Töne sind. Und ich habe mir dann mal angeguckt, wie in anderen Medien eigentlich über Wissenschaft gesprochen wird, gerade so im Fernsehen und im Radio, weil natürlich auch Audio oder audiovisuell. Und da ist es halt sehr oft so, da gibt es so bestimmte Rollen, also dass beispielsweise eine Moderatorin einen Experten befragt und manchmal ist noch jemand aus dem Laienpublikum irgendwie vertreten oder die Moderation übernimmt so die Fragen, die wahrscheinlich das Laienpublikum hätte. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie ist das denn eigentlich bei Podcasts? Weil Podcasts kommen ja nicht, also das sind ja nicht nur so die Medien und das ist nicht nur journalistisch, sondern Podcast kann ja jeder machen, privat oder gibt ja auch viele von aus irgendwelchen Kommunikationsabteilungen oder WissenschaftlerInnen, die sich einfach so zusammensetzen auf einen Kaffee und ein bisschen miteinander reden. Und wie sind dann die Rollen da eigentlich verteilt? Wenn jetzt da zwei Wissenschaftlerinnen sitzen, sind die jetzt beide zum Beispiel ExpertInnen oder hält eine vielleicht ihr Wissen zurück und spielt dann die Moderatorin? Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen auch, wie handeln die das in dem Gespräch halt auch aus? Also wie weiß ich zum Beispiel auch als Hörerin, wer jetzt eigentlich hier Ahnung hat und wer Expertin ist oder halt vielleicht irgendwas anderes? Genau, und das Ganze halt nochmal so im Medium-Podcast, was halt auch ein bisschen anders funktioniert einfach als Radio beispielsweise, weil es einfach nicht live ist zum Beispiel. Und ich habe mir dann erstmal überhaupt die Podcast-Landschaft angeguckt. Ich habe mich jetzt auf Deutschsprachige konzentriert, habe erstmal geschaut, was gibt es da überhaupt, habe mal so versucht, so eine Kategorisierung zu machen und habe mir dann 7 Podcasts rausgesucht und habe da eine sogenannte Gesprächsanalyse gemacht. Also habe mir halt, wie gesagt, diese Gespräche angeschaut und wie das halt funktioniert, wie die so miteinander interagieren. Und habe dann ergänzend, weil das eine sehr detaillierte Analyse ist, wo man sich nur ganz kleine Ausschnitte immer angucken kann, auch mit den Produzierenden dieser Podcasts nochmal gesprochen und habe deren die Interviews dann nochmal analysiert, die dann auch nochmal darüber gesprochen haben, wie sie ihre Rollen sehen und mir einfach noch ein bisschen mehr auch über den Podcast und so über den Hintergrund erzählt haben. Genau, also es war ein sehr qualitativer Ansatz, weil ich halt nur so ein kleines Sample hatte, also ich habe halt versucht, so ein bisschen Hypothesen aufzustellen, okay, das habe ich jetzt in meinem Sample gesehen und das ist wahrscheinlich so, weil das halt jetzt so produziert ist oder weil halt die und die Person dann mit in dem Podcast mit drin sitzt. Hier ist man immer mit qualitativer Forschung sehr willkommen. Ah, gut. Mag das so sehr. Glück. Und ich habe jetzt schon 10 Fragen. Ja, warte, aber der Chat hat auch schon eine Frage hier. Ja. Kann man die Arbeit schon irgendwo lesen? Nein, man kann sie noch nicht lesen, weil, wie gesagt, sie wird noch begutachtet und dann muss ich ja nochmal geprüft werden und dann wird sie veröffentlicht und dann kriege ich auch einen Doktortitel. Ich habe schon mal ein Paper geschrieben über so Zwischenergebnisse. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich euch das den Link schicke, das ist auch Open Access, könnt ihr das vielleicht nochmal irgendwo verlinken. Ja, yeah. Klar. Kannst auch hier super direkt gerne, in den Chat, ja. Oder wir suchen es gleich zusammen. Ja, ich habe es nicht. Ja. Ich habe es nicht griffbereit quasi. Es ist der bei Chat Kommunikation@Gesellschaft, da gab es so eine Sonderausgabe Podcasting, ich glaub, vorletztes Jahr, glaube ich schon, Ende 2020 oder so. Genau. Mhm. Ja, ich finde es irgendjemand. Meine ganz blöde Frage, um mal mit den vielen Fragen anzufangen, ist das eigentlich eine medienwissenschaftliche Diss? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, es ist linguistisch und ich würde sagen, es sind Kommunikationswissenschaften drin und so ein bisschen medienwissenschaftlich, weil ich natürlich auch mal drüber gesprochen habe, ist es denn so ein Unterschied zwischen den großen Massenmedien und Podcasts und sind Podcasts überhaupt ein Medium? Und, ja. Und, sind sie? Es kommt darauf an, ja, ich finde schon. Ja, doch. Ja, okay, interessant. Danke. Also man kann es unterschiedlich definieren, so technisch zum Beispiel, weil man ja bestimmte, weiß ich nicht, App und alles Mögliche braucht, aber ich würde auch sagen, Podcasts sind mittlerweile so etabliert, dass man da auch von einem eigenen Medium sprechen kann. Ja. Und, ja. Danke, lieber Chat, dein Paper wurde schon verlinkt. Ach, super. Hier ist, ich habe mal überlegt, ob ich meinen Nachnamen noch sagen aus? Müsste, aber... Der steht jetzt im Artikel. Cool. Hallo Martin, Prof. Bonnet. Hallo Martin. Das ist ein Kollege von der TH Köln. Moin. Ich sehe schon, Chat ist fit hier. Ja. Der qualifizierteste Chat, den man sich vorstellen kann. Ja. Aber cool. Hier die Profis. Melli kommt direkt mit der DOI. Das, ja. Die einen schnell, die anderen mit ja. DOI. Ja. Danke.
klasse. Meine Frage, also eine ganz, ganz simple Frage, die du wahrscheinlich beantworten kannst, also oder kannst du sie uns beantworten? Welche 7 Podcasts waren das? Ja, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Ich muss erstmal vorausschicken, ich musste erstmal definieren, was ist ein Podcast und was ist ein Wissenschaftspodcast. Und ich habe es relativ weit definiert. Ach, also ich habe quasi alles, was man wie einen Podcast nutzen kann, auch als solchen genommen. Also ich zum Beispiel auch eine Radiosendung, die aufgezeichnet wird und dann als Podcast nochmal zur Verfügung gestellt wird. Ich weiß, viele eingefleischte Podcaster mögen das so nicht. Und ich sage, es ist einfach meine Definition. Wenn jemand das irgendwie anders versteht, auch so in der Community, völlig okay. Manchmal werden ja solche Dinge dann als Postcast bisschen abwertend beschrieben von der Community, weil die halt so nach der Radiosendung so Post dahinterher so hinterher dann veröffentlicht werden. Aber ich, ja. Ja, aber das Wort muss man sich merken, ja, gut. Ja, aber man sieht schon, also ich erzähle mal das Sample, da merkt man mich auch schon, das ist gar nicht so einfach. Also ich hatte das Gesundheitsgespräch vom Bayerischen Rundfunk, das ist so ein klassischer Podcast, weil der erst im Radio läuft und dann ein Podcast ist. Mhm. Dann hatte ich von Detektor FM das Forschungsquartett, das ist nämlich wieder, die sind ein Podcast-Radio, die machen einen Podcast und setzen ihn dann nochmal in einen UKW-Stream, also die gehen quasi andersrum. Deswegen finde ich nämlich auch immer schwierig zu sagen, Radio ist kein Podcast, weil, ne? Das hatte ich dabei, dann hatte ich Sternbildung, das war eine Auftragsproduktion von Spektrum der Wissenschaft von Florian Freistetter und Holger Klein, die wahrscheinlich vielleicht einige auch kennen. Vielleicht machen andere Podcasts mit ihm. Stimmt, ja. Auch das. Dann hatte ich Jung und Freudlos. Das war von der, ich glaube, von, waren die in Freiburg? Also das waren Assistenzärzte und Assistenzärztinnen, ja. Die halt in der Psychiatrie arbeiten und da so zu ihren Arbeitsthemen einen Podcast machen. Dann hatte ich transformatorische Bildung. Das war ein Bildungswissenschaftler aus Köln, der auch mit seinen Studenten da teilweise, oder Studentin spricht. Dann hatte ich noch, der Podcast heißt Ach und irgendwie so historische Humor, Triumvirat für historische Humorvermittlung. Ich hoffe, ich weiß das noch richtig. Das sind einfach drei Herren, die Lust an Geschichte haben und darüber quatschen. Also das war der Podcast, wo auch gar keine WissenschaftlerInnen tatsächlich selber drin sitzen. Und dann hatte ich noch so aus dem Bereich Organisationskommunikation, aus der zentralen Kommunikation Think and Do. Das ist ein Podcast vom Stifterverband, den auch der Pressesprecher selbst macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt 7 waren oder habe ich noch einen vergessen? Klingt auf jeden Fall nach einer krassen Bandbreite von so diesen Kriterien, die du eben schon so angedeutet hast. So was irgendwie auf der Skala von durchproduziert bis Laberei und Background der Machenden und sowas. Genau, also ich habe es auch tatsächlich bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt sehr in die Breite, auch wenn ich gar nicht so ein großes Sample habe, weil es gibt einfach so, also leider sehr wenig Forschung zu Podcasts, gerade im deutschsprachigen Raum. Und ich habe jetzt gesagt, wenn ich mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf die, ich sag jetzt mal, Podcasts aus der Öffentlichkeitsarbeit konzentriere, dann ignoriere ich ganz viele Podcasts, über die man so auch noch nicht so wenig weiß. Und ich wollte so ein bisschen diesen Vergleich haben, auch wenn es jetzt natürlich erstmal sehr, sehr weit das aufmacht. Vielleicht aber auch so in der Hoffnung, dass vielleicht andere Leute sich das dann mal durchlesen und sagen, ah, okay, und dann jetzt gucke ich mir mal nur die Privatproduzierten an. Zum Beispiel, oder mal nur die aus der PR oder nur die aus dem Radio, das kann man ja dann nochmal machen. So. Also ich habe das jetzt erstmal sozusagen ganz aufgemacht. Das sind also die Magisterarbeiten für in 2 Jahren, die dann Leander 2022 zitieren, ne? Ja, so ungefähr. Ich glaube, habe ich mich sogar einmal selber zitiert? Ich weiß gar nicht. Das muss man machen. Also in der Doktorarbeit muss man das. Das ist... Ja. Ich habe das auch schon aus der Öffentlichkeit. Apropos Literatur produzieren, während man oder dadurch, dass man sowas erforscht, würdest du sagen, vom Gefühl her, dass nachdem du das jetzt gebaut hast, diese Diss, dass du das überführen könntest in so eine Art Handbuch, wie macht man Wissenschaftspodcast? Oder würdest du das eher nicht sagen? Es ist schön, dass du so fragst, weil ich werde auch oft gefragt, was ist denn ein guter Podcast, wo ich dann immer sage, das ist blöd zu beantworten. So. Also ich kann zumindest sagen, okay, man kann es so und so und so machen. Ne? Also ja, so ein bisschen, ne, das, ich habe das halt einfach nur so beschrieben, ohne es zu bewerten.
Ich habe mich jetzt natürlich, also so, ich weiß nicht, es gibt ja auch viel so How-Tos so von technischer Seite, sage ich mal, aber ich habe mich auch bewusst so versucht, so mal auf das Inhaltliche zu konzentrieren, so wie machen die das denn überhaupt? Ich habe auch geguckt, ne, wenn, ich habe auch Podcasts genommen, wo unterschiedlich viele Leute drin sind oder wie Henning auch schon erkannt hat, wo halt nur WissenschaftlerInnen drin sind oder gar keine oder nochmal ein professioneller Moderator oder eben auch nicht, halt diese unterschiedlichen ja, Konstellationen, wie gesagt. Aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, was ich mir alles gar nicht angeguckt habe. Und das sind ja auch nur die wo Gespräche stattfinden. Es gibt ja auch welche, wo Leute alleine reden oder halt so featuremäßig Sachen zusammenschneiden und, oder sowas. Ja, oder so einzelne Geschichten erzählt werden. Ja. Wir haben eine Frage im Chat. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich sie lesen würde. Mal gucken, ob du sie lesen und verstehen kannst. Also was passiert, wenn zusätzliches Material dabei ist? So ein Extended Cut? Also ich glaube, oder er, sie meint ja nur, dass es auch ganz gut ist. Ja, sowas kann es natürlich auch geben, also dass quasi dann man noch mehr reinstellt, als man quasi live gehört hat, tatsächlich. Ach, das heißt das, okay. Also würde ich jetzt so verstehen. Bei meinem Podcast übrigens war es tatsächlich so, ich habe die auch gefragt, zum Beispiel, schneidet ihr eigentlich was raus? Weil bei der Gesprächsanalyse geht man immer davon aus, dass man ein natürliches Gespräch hört, aber in dem Moment, wo natürlich Teile fehlen, ist es das ja eigentlich nicht mehr. Aber die haben eigentlich alle gesagt, dass sie so gut wie gar nicht schneiden. Höchst mal so ganz kleine Versprecher oder so. Aber jetzt zum Beispiel, also ich kannte davon jetzt oder höre davon regelmäßig nur das eine Format, dieses Forschungsquartett von Detektor FM, und da habe ich schon den Eindruck, dass das sehr... Das sind meistens so, ja, ich sag mal, so Korrespondentengespräche. Also du hast eine Moderatorin und dann eine andere journalistische Kollegin, die sich in ein Thema eingearbeitet hat und dann auch so O-Töne von Expertinnen mit reinbringt. Und dann wird so eine Art Kollegengespräch im Studio geführt. Jedenfalls ist das so meine aktuelle Wahrnehmung von dem Format. Und das kommt mir schon sehr durchproduziert vor. Und die sagen trotzdem, sie würden da nichts rausschneiden. Das finde ich ja spannend. Ja, das sind aber zwei verschiedene Dinge, glaube ich, die du meinst. Das war nämlich auch ein Punkt, den ich auch aufgegriffen habe. Es ist unterschiedlich, wie stark das, ich sag mal, geskriptet oder auch inszeniert ist. Also Detektor FM zum Beispiel, die haben ja auch erzählt, dass sie das schon sehr stark vorbereiten. Also da weiß auch immer der eine schon, was der andere sagt. Und das hört man tatsächlich auch, also man hat das auch in der Gesprächsanalyse gemerkt, so in der Art, wie die reagieren, der ist die Frage nicht erwartet hätte, hätte jetzt anders reagiert oder anders weitergemacht oder so. Also das erkennt man da tatsächlich. Das ist auch so ein Merkmal, also das machen auch die, ich sage jetzt mal so aus dem Bereich Medien, Radio, die machen das stärker als jetzt die bisschen, also eher privateren, die sind dann meist so ein bisschen freier. Bei denen, die so aus der, also ich hatte tatsächlich leider noch einen dabei, der so aus der zentralen Kommunikation war, also dieser Think and Do Podcast, die orientieren sich da wieder so ein bisschen an dem Radio-Podcast. Also die skripten das zwar nicht so krass, aber die versuchen auch so ein bisschen so dieses Frage-Antwort, dieses ganz Klassische so zu machen. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, das wird schon noch so als das Professionelle wahrgenommen, wenn man das schon so schön, das immer so schön hin und her gespielt wird, macht, während die Privaten dann so ein bisschen mehr labern oder auch mal ein bisschen Unsinn machen und sowas. Es gab aber auch welche, was ich aber auch interessant fand. Man denkt immer so Inszenierung, ja, das ist dann so das Steife und wir haben uns das alles schön vorgeschrieben und vorbereitet und so. Es gibt aber auch so ein bisschen, dass man damit so ein bisschen spielt. Also ich hatte auch diesen Geschichtspodcast, da habe ich auch gesagt bei dem einen, sag mal, liest du eigentlich ab teilweise? Und er sagt ja. Also der bereitet immer was vor, schreibt sich das alles auf. Und dann, also er liest es jetzt nicht Wort für Wort, aber man hört dann, dass er immer so referiert. Und dann, also er macht dann immer so einen Teil und dann kommen die anderen rein und dann gibt es mal so eine Fragerunde und dann liest er quasi weiter. In dem Moment, wo er das macht, wissen auch die anderen, okay, jetzt erzählt er weiter, jetzt stellen wir erstmal nicht Fragen, sondern jetzt warten wir erstmal. Also die setzen das auch ganz bewusst ein, so erkennbar, okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen, jetzt kommt wieder ein bisschen Vortrag und dann kommen wieder Fragen, so. Also das fand ich auch ganz interessant, dass dieses Inszenierte manchmal auch so, also es soll dann gar nicht natürlich klingen in dem Moment, sondern man soll jetzt erkennen, jetzt macht er hier seinen Text, so weiter im Text wirklich. Und dann andere Teile sind wieder freier. Ja. Darf ich nochmal was zum Schneiden fragen? Also meintest du jetzt mit dem, wird da viel geschnitten, sowas wie rausschneiden von Florian fällt das Mikrofon um, alles schon passiert, oder ein Flugzeug fliegt über mein Dach, auch schon passiert, oder meintest du mehr so im flüssigen Gespräch, dass dann einzelne Sätze oder Worte rausgeschnitten werden? Eher Letzteres. Also mich hat wirklich interessiert, ist das Gespräch, was ich dann höre, auch das, was geführt wurde, weil das muss ich einfach für die Analyse wissen, weil wenn da jetzt plötzlich ganze Sätze fehlen,
wäre das schon also ein größerer Eingriff gewesen. Mhm. Das, was du meinst, klar, sowas würde man rausschneiden, irgendwie so ein Störgeräusch oder Moment, ich muss den Satz jetzt noch mal neu anfangen. Also das kann schon sein. Aber mir war halt wichtig, dass man, also dass die schon so aufeinander auch reagieren und das dann antworten, was sie auch wirklich geantwortet haben und dann nicht da nochmal das so ein bisschen, also gefaked ist oder Teile rausgenommen sind, ja. Okay, ja, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass man das hört, egal wie gut man schneidet. Ne? Ich glaube, es wäre auch sehr schwierig, also außer man würde jetzt wirklich mal so einen ganzen Themenblock irgendwie rausnehmen oder so. Aber ich muss das einfach nochmal abchecken, auch für meine Analyse, weil sonst wäre das irgendwie nochmal eine andere Kiste gewesen. Mal so in die Runde gefragt, kennt ihr dieses Buch von Sven Präger, Geschichten erzählen? Oder Sven Präger? Das ist mir neulich mal empfohlen worden. Ist ganz interessant, ich kann es empfehlen. Das ist so ein bisschen auf der Ebene von, man kann es auch als wissenschaftliche Literatur über Podcasts vielleicht sehen, aber es ist gleichzeitig auch, geht schon stärker in die Richtung, wie macht man es oder sowas. Und der betont sehr stark diese Seite. Also das ist so eine Art, eine bestimmte Art ist, also gute Podcasts daraus bestehen, eine gute Art zu sein, eine Geschichte zu erzählen oder sowas, nicht? Und dass man in bestimmte Rollen hineinschlüpft und so einen ganz bestimmten Bogen für die Hörer aufbaut oder sowas. Aber wohlgemerkt, das ist ein allgemeines Statement oder das sind allgemeine Überlegungen von ihm zum Thema Podcasts, nicht spezifisch jetzt ein Genre wie Wissenschaftspodcast oder so, wo man ja vermuten könnte, dass es auch nochmal ein bisschen anders funktioniert, ne? Aber was ich ganz interessant fand, war, dass, also wie gesagt, dieses Experten-Laien-Moderation, das hat man schon auch immer mal wieder gesehen. Was ich interessant fand, gerade bei den privaten Produktionen, dass die LeihInnen doch nochmal eine andere Rolle hatten. Also das waren nicht einfach nur die, die Fragen stellen und halt etwas nicht wissen und jetzt halt vom Experten das irgendwie hören wollen, sondern gerade bei den Privaten haben die auch so ein bisschen mehr noch ihre eigene so Persönlichkeit reingebracht und haben der eine, weiß ich nicht, war vielleicht, hat ein bisschen mehr Witze gemacht, der andere war ein bisschen nachdenklicher und jeder hat ja auch so seine eigenen Wissen, was er dann doch wieder einbringt oder so Bezüge, die er herstellt oder sowas. Oder einfach auch Interessen und Art, wie er Fragen stellt. Und das konnten die halt so bei den Privaten auch ein bisschen mehr ausleben, weil ich meine, klar, bei einem privaten Podcast, den hört man dann auch wegen der Leute. Ne? Da will man ja nicht einen neutralen Moderator, der sich jetzt möglichst zurückhält, sage ich mal, sondern da ist man ja irgendwie auch mehr als Person im Vordergrund. Und das hat man da in dem Podcast auch ganz, ganz schön eigentlich rausarbeiten können. Ja. Interessant, ja, klar. Ich meine, vielleicht macht es auch nochmal einen Unterschied aus, ob die Leute, die das machen, also gefühlt, vielleicht kannst du es auch einordnen, Lisa, ob die vom Rundfunk her kommen, weil ich meine, das ist ja, also der Rundfunk hat ja ein etabliertes Genre von Dinge erzählen zum Nachhören oder zum Live-Hören oder sowas, nicht? Und irgendwie Podcast ist was im Verhältnis dazu zumindest was Neues. Und dann ist ja die interessante Frage, geht man sozusagen als Radiomensch in das Podcast-Genre rein oder kommt man naiv von außen, Anführungszeichen? Also ich vermute mal, bei den Privaten ist viel das Letztere der Fall. Bei den Nicht-Privaten nicht unbedingt immer das andere, aber so, ne? Und das macht wahrscheinlich was aus, schätze ich, oder? Also Ich denke auch, also das war bei Holger Klein sehr spannend, weil der kommt ja aus dem Radio und macht jetzt Podcasts, glaube ich nur noch. Und der hat dann auch ganz klar gesagt, also im Radio würde ich halt die ganze Zeit überlegen, ne, was würde mein Publikum fragen, was will mein Publikum wissen? Und auch so dieses, ich muss alle mitnehmen, ich muss es jetzt nochmal genau erklären, damit es auch jeder versteht. Und er sagt, beim Podcast ist es eher so, da fragt er halt, was ihn interessiert. Und die Leute, die so auch auf dem Level sind, die finden es gut, die finden es interessant und die, denen das vielleicht irgendwie zu lapidar ist oder zu kompliziert ist, die suchen sich halt, die hören halt einen anderen Podcast, ne? Also das ist ja auch das ist auch so ein Unterschied bei Podcast, dass die nicht so diesen Anspruch haben, ich muss jetzt alle erreichen. Ja. Sondern die sagen, wir machen das und die Leute, die uns gut finden, hören uns und die anderen, die es nicht gut finden, hören halt einen anderen. Das ist ja auch dieser typische Long Tail, also dieses, es gibt sehr, sehr viele Podcasts, die gar nicht so furchtbar viele Hörer haben, aber die ich den dann halt gerne hören, die finden den halt auch so super. Und ich muss dann gar nicht alle bedienen. Und das merkt man natürlich
merkt man auch in der Art, wie die auch so fragen, wie die so ans Thema rangehen. Und ich weiß, der eine aus der Radiosendung, da hat der Moderator immer gesagt, so, oh, das ist ja auch wieder so komplex und so ein schwieriges Thema, um nochmal so, ne, liebe Hörer, fühlt euch nicht dumm, wenn ihr es jetzt nicht gleich verstanden habt und so. Also ne, immer sowas irgendwie macht. Und in anderen Podcasts, ich weiß nicht, es gibt ja auch so Podcasts, da wird manchmal so, da gibt es schon so eine Community und da gibt es auch manchmal so Insider oder so. Und ja, das ist dann auch okay, auch wenn man vielleicht nicht immer jeden Hinweis irgendwie checkt oder versteht. Also da merkt man auch wirklich, wie halt das Medium dann tatsächlich wieder anders auch funktioniert. Spannend. Ja, das war auch übrigens, es haben auch viele tatsächlich unabhängig voneinander gesagt, als ich so gefragt habe, ja, was ist denn so, wie man so fragt, was ist denn eure Zielgruppe oder an wen denkt ihr so, wenn ihr das aufnehmt? Und viele haben gesagt, ich denke eigentlich gar nicht ans Publikum. Ich habe hier meine Leutchen vor mir sitzen und wir unterhalten uns. Und ich meine, klar, man ist auch nicht live, ne? Aber die haben gesagt, sie orientieren sich da eigentlich total wenig dran. Während, ich meine, klar, im Radio, da hat man irgendwie so eine Quote oder wenn ich das für die Pressestelle mache, die wissen natürlich auch, wen sie erreichen wollen und haben ja auch so, wollen da vielleicht auch Erfolge haben für die Kommunikationsstrategie, das ist jetzt viele hören oder so. Aber gerade die so in diesem privaten Bereich, die sagen, ist uns eigentlich wurscht, wer das hört. Wir freuen uns, wenn wir Feedback kriegen und wir staunen über die Downloadzahlen. Aber eigentlich in dem Moment, wo wir das aufnehmen, konzentrieren wir uns eigentlich nur auf uns und gar nicht auf das Publikum da draußen. Und das ist halt auch was, wenn man sich so die Literatur anguckt von Leuten, die halt so Radio analysiert haben, da hieß es immer, ja, man macht ja dieses Gespräch nur für das Publikum da draußen. Man macht das ja nicht, wenn man sich irgendwie privat irgendwie nett findet oder so, sondern man setzt sich ja am Radio hin und führt ein Gespräch für die da draußen. Und das ist beim Podcast, oder zumindest bei einigen Podcasts tatsächlich nicht so. Die sagen, oh, wir haben hier Spaß miteinander und wenn es so ein paar Leuten draußen gefällt, ist auch schön. So. Also klar machen die es auch für andere, aber sie denken nicht so die ganze Zeit drüber nach, so, oh, was müssen wir jetzt noch besprechen, müssen wir das jetzt nochmal erklären und so. Das erinnert mich tatsächlich ein wenig an uns hier. Wir machen das, weil wir Spaß daran haben und freuen uns, wenn die Leute im Chat dann auch noch ihre Meinung dazugeben und eine Frage stellen. Also ja, es ist natürlich bei vielen im Social Media so, ne, auch so, weiß ich, wenn wir jetzt auch für Blogs sagen oder für YouTube-Videos oder so. Mhm. Und bei Podcast kommt da beides zusammen. Also diese Charakteristika von Social Media und halt dieses, es ist halt auch ein reines Audiomedium, was halt dann auch wieder nur über dieses Gesprochene funktioniert, weil man halt auch keine Bildebene hat und so. Du hast eben am Anfang mal gesagt, es gibt noch ganz wenig Literatur oder Forschung zu deutschsprachigen Wissenschaftspodcasts. Heißt ganz wenig, es gibt ein bisschen was oder ist es mal am Rande gestreift oder ist es Asbach uralt oder gibt es wirklich gar nichts? Und wie sieht es vielleicht auch bei englischsprachigen Podcasts aus, Wissenschaftspodcasts? Ja, die Sache ist also vieles, was es gibt. Also es gibt so einige Literatur so aus der Anfangszeit, dass es mal so losging, so 2005, 2006, glaube ich. Und dann gab es immer mal so wieder was, auch so 10 Jahre später, Podcast Revisited, sage ich mal. Und dann gibt es jetzt hier und da auch mal, es gibt schon ein paar neuere Sachen immer mal wieder. Die Sache ist, viel geht so um, also am Anfang ging es vor allem so um dieses Technische und auch so, ist es überhaupt ein Medium und wie erreichen die ihre Leute zum Beispiel? Oder auch sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Fankultur bei Podcasts gibt es auch manchmal. Dann gibt es viel so, also oft gibt es halt auch so Fallbeispiele, also Leute gucken sich mal so einen Podcast an und wollen daran irgendwas zeigen oder analysieren. Und manchmal gibt es auch so, also nochmal so speziellere Themen, also ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Studien gelesen zum Thema so parasoziale Beziehungen, also wie baut man eine Bindung zu seinen HörerInnen auf zum Beispiel. Also es gibt immer mal wieder sowas, aber was mir vor allem halt auch gefehlt hat, war dieser Überblick, den ich auch zumindest so ein bisschen versucht habe nochmal zu machen und halt auch so dieses, was passiert da wirklich inhaltlich, also was machen die Leute da in dem Podcast, wenn sie halt zum Beispiel miteinander sprechen, weil dazu gibt es nicht so viel. Es gab jetzt im letzten Jahr mal eine große englischsprachige Studie von Mac, wie hieß der nochmal? Kingley oder Mac? Fällt gerade der Name nicht ein, aber das kennt vielleicht der eine oder andere, der hat sich mal wirklich auch mal so eine größere Anzahl von Podcasts angeguckt und das mal so quantitativ eingeordnet, so welche Themen gibt es, aus welchen Produktionsbereichen kamen die. Also eher so mal so ein quantitativer Überblick, das war auch mal ganz, ganz gut. Aber viele gehen dann halt nur so weit, die gucken sich halt dann bei iTunes da irgendwie die Metadaten an und versuchen da dann anhand dessen mal irgendwie so eine Analyse zu machen. Das kann man sich ja auch so ganz, ganz, spuckt das so ganz gut aus, kann man sich schön einteilen.
Aber da geht es halt nicht drüber hinaus. Also entweder hat man halt sowas recht Allgemeines oder man hat halt so sehr speziell mal so, wir gucken uns mal ein, zwei Podcasts an oder gucken uns mal das Thema Unterhaltung in Podcast an oder sowas oder in Wissenschaftspodcasts. Ja, also aber gerade es als, gibt als schon Podcast, was, aber nicht so viel. Als Podcast-Hörer muss ich ja sagen, irgendwie, wenn man sich nur die Metadaten von außen anguckt, dann kommt man ja gar nicht zu dem eigentlich spannenden Punkt, der ist ja der Inhalt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, klingt das für mich halt unglaublich schwer, auch wenn du dir nur 7 jetzt rausgegriffen hast. Die sind ja dann auch schon mal irgendwie eine Sendung ist das schon mal ein Stündchen lang und da musst du vielleicht mal nicht nur 2-3 Sendungen Folgen von denen gehört haben und das dann mal 7. Also klar ist es einfach, Metadaten irgendwie, oder was ist einfach, aber es ist, glaube ich, sicherlich zeitsparsam, irgendwie Metadatenanalyse zu machen. Aber ich glaube, den eigentlichen Punkt bei Podcasts kriegst du, glaube ich, ja nur dann, wenn du auch zum Beispiel solche Running Gags mal als solche identifizieren kannst. Ne? Und dazu musst du ja mal. Ja. Also ich hatte tatsächlich auch von jedem Podcast immer nur die aktuellste Folge und davon auch immer nur einen Ausschnitt. Deswegen war mir auch so wichtig, diese Leitfadeninterviews immer zu machen, um auch immer zu klären, okay, was passiert denn noch so in dem Podcast, was vielleicht in der Folge jetzt gar nicht, vielleicht zufällig mal nicht vorkam oder so. Ich habe so ein bisschen versucht abzufangen mit diesem, also diese Kategorisierung. Also ich habe mir von panoptikum.io und feed.de, also so zwei größeren Portalen, bin ich wirklich mal alles so aus den Kategorien, was mit Wissenschaft zu tun hat, mal durchgegangen, habe das versucht einzuordnen und dann halt mal so ein bisschen geordnet nach, okay, welche Themen haben die denn und welche wie sind, ich sag mal so, die institutionelle Anbindung, ist es privat, ist es professionell gemacht und was ist es für eine Form, ist es ein Gespräch, ist es ein Monolog und was auch immer, um zumindest mal so einen groben Eindruck zu haben. Aber klar, man hat halt, also entweder man hat halt so eine große Bandbreite und weiß halt nur so ein paar technische Daten davon oder man, also es ist halt immer das Problem, natürlich auch beim Qualitativen, dann muss man halt sehr reingehen ins Detail und dann kann man sich halt nicht mehr so viele angucken. Also es ist nicht so einfach, aber es wäre natürlich immer wünschenswert, dass jeder mal sich unterschiedliche anguckt und dass man wieder vergleicht mal mit anderen Studien. Deswegen, ja, man könnte da schon noch mehr machen tatsächlich. Mal eine vielleicht abwegig klingende Frage. Jetzt hatte ich dich unterbrochen, Claudia, oder? Du wolltest gleich. Mach du zuerst. Okay, ja, gut. Ungeskriptet hier alles. Was anderes würdet ihr von uns ja auch nicht erwarten. Und zwar war mir noch aufgefallen, dass irgendwie, also jetzt bei Podcasts insgesamt, dieses Serial aus den USA so ein bisschen als absoluter Genre-Klassiker gilt und total wow, irgendwie hat das Genre bekannt gemacht oder als etwas markiert, was irgendwie ernst zu nehmen ist oder so, keine Ahnung. Und irgendwie, wenn ich Wissenschaftspodcasts im Kopf habe, denke ich immer an sowas wie, naja, Leute haben so bestimmte Fables oder vielleicht auch ganz streng ein Fach oder sowas und eiern so verschiedene Studien oder Dinge, die es so gibt in ihrem Fach, durch oder so. Und ich frage, und ich meine, wenn es so wäre, wenn es zuträfe, wäre es ja ganz anders als Serial, weil bei Serial ist ja der Witz, dass man einen Fall sozusagen tierisch ernst nimmt und das wirklich durcheiert und auch so dieses geschichtenhafte, oh, man denkt zuerst, es sei so und so, aber dann hört man die Aussagen von so und so und dann stellt sich das Ganze auf einmal doch in einem ganz anderen Licht dar und so weiter. Ne? Ihr versteht, was ich sagen will. Und ich frage mich, gibt es sozusagen Leute, die Wissenschaft so erzählen, dass es ihnen um eine Forschungsarbeit geht sozusagen, die sie in so einer Art erzählen oder ist das nicht der Fall? Ich glaube generell, dass es im US-amerikanischen, dass dieses Storytelling, was du auch gerade beschrieben hast, dass das nochmal so ein ganz starker Trend gerade in diesen US-Produktionen ist, die man, glaube ich, gerade in den deutschsprachigen auch gar nicht so hat, ist zumindest so mein Eindruck. Also das ist da noch, von daher kann ich es jetzt schwer sagen, weil ich habe mir eher so die Deutschen angeguckt, die das, glaube ich, eher nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so, weiß nicht, bei US-amerikanischen Podcasts, das vielleicht hier und da gibt, dass man auch versucht, das Thema Wissenschaft so ein bisschen mehr Storytelling-mäßig zu machen. Aber mir würde jetzt auch kein Beispiel direkt einfallen, muss ich sagen. Also ich glaube, mir würde da am ersten, was englischsprachige Podcasts einfallen, angeht, Radiolab einfallen. Die aber jetzt nicht Lambert im Lambertschen Sinne sozusagen ein Thema über mehrere
Episoden hinweg als Spannungsbogen erzählen, sondern eigentlich dann ja innerhalb von einer Episode ein Thema als Storytelling-Format halt abhandeln. Der einzige ja so wissenschaftsnahe Podcast, der mir im deutschsprachigen Bereich noch irgendwie Claudia. Habt ihr mal das Klima gehört? Aber macht ihr Storytelling? Nein, wenn wir gerade von Serie und Reihe reden, andere machen ja Podcast-Reihen unabhängig voneinander. Ja. Und ich hatte das Gefühl, Wir sind die erste Wissenschaftspodcast, der eine Serie macht. Also wir bauen ja aufeinander auf. Wir wiederholen nicht nochmal vorher, sondern wir gehen ja die Kapitel durch bis zum Schluss. Und da würde ich schon sagen, es ist kein Storytelling, das stimmt, aber es ist trotzdem das Durchlesen von vorne bis hinten von 9000 Seiten. Es ist ja nicht so, dass am Schluss der Mörder gefunden wird bei euch im IPCC. Ja, aber den finden wir schon auf Seite 1, der Mensch. Ihr verratet ja irgendwie die Auflösung direkt am Anfang. Nee, ich glaube, das ist doch halt dieser man will wissen, man will dranbleiben und man will wissen, wie es aufgelöst wird und ob es aufgelöst wird und so. Der einzige deutschsprachige Podcast, der aus meiner Sicht so ein bisschen in die Richtung ging, hat aber eher was mit Kunstgeschichte zu tun, ist aus meiner Sicht Finding van Gogh vom Städelmuseum in Frankfurt, die irgendwie so eine Geschichte gestrickt haben zu einem Van Gogh Bild, das sie irgendwie bei sich im Bestand haben oder hatten. Ich kann die Geschichte jetzt nicht mehr genau rekonstruieren, aber das würde aus meiner Sicht noch so ein bisschen in die Richtung gehen, wo die versucht haben, über mehrere Folgen hinweg so einen Storytelling-Ansatz irgendwo mit wissenschaftlichem Hintergrund zu stricken. Aber es ist sehr selten oder fast nicht existent, ja. Ja, ich glaube, die US-Amerikaner, die machen auch noch mehr so, da kommt dann noch ein bisschen Musik und mal so ein bisschen dramatisch und so ein bisschen mehr dieses gespielte, fast schon Hörspielartige, das ist halt denen so ihr Fable. Aber von wegen Serial, ich glaube, also Serial ist natürlich auch deswegen so besonders, weil es einfach so eine mega Reichweite hatte und das mal so der Podcast war, der so auch bei Leuten, die vielleicht sonst keine Podcasts hören, sage ich mal, so irgendwie wahrgenommen wurde und wirklich mal so Millionenpublikum natürlich erreicht hat. Und es war witzig, weil ich hatte das mit Henning im Vorgespräch schon mal, ich habe die Arbeit ja angefangen, also ich habe so angefangen so 2016, 2017 und dachte immer so, naja, in Deutschland gibt es ja irgendwie sowas gar nicht. Und dann habe ich meine Datenaufnahme gemacht und war dann so fertig, so Anfang 2020. Und dann kam das Coronavirus-Update und hat mich links überholt. Was glaube ich ganz cool war. Ich glaube, hätte ich die Arbeit später gemacht, da hätte ich noch überlegt, so, nehme ich das jetzt noch mit rein oder schreibe ich jetzt vielleicht nur über das oder, und so war es, okay, ist jetzt so, passiert. Aber es war ganz cool, weil man da auch mal sagen konnte, also man spricht es heißt auch immer, so, es gab den Serial-Moment bei Podcasts und jetzt kann man sagen, ja, Deutschland hat auch seinen Serial-Moment, weil jetzt plötzlich alle über das Coronavirus-Update geredet haben. Und das war halt auch ganz cool, weil das war ja jetzt auch ein Wissenschaftspodcast und da konnte man mal sagen, okay, hier gibt es ja auch wirklich einen Podcast aus der Wissenschaft, der plötzlich wirklich so Tagesgespräch geworden ist und der auch mal diese Podcast-Sphäre verlassen hat und plötzlich dann in den Massenmedien diskutiert wurde. Also das gab es ja so eigentlich fast gar nicht. Also es gab mal schon so ein paar sehr, sehr bekannte Podcasts, weiß nicht, so Fest und Flauschig und Gemischtes Hack, aber das kennen dann auch wieder nur die Podcast-Hörer und die anderen haben es vielleicht mal irgendwie gehört. Aber dass das halt wirklich alles so auch so zitiert wurde und das voll so die Informationsquelle war für ganz, ganz viele Leute, das war eigentlich echt schon irre und ich habe es natürlich dann mal so ein bisschen reflektiert und so, aber der überstrahlt natürlich auch so ein bisschen alles und ist so eine Ausnahme, von da ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht im Sample drin ist, aber ja. Aber es war auch cool, weil natürlich ich gemerkt habe, so hey, meine Arbeit ist dann doch jetzt auch, also ich habe sie schon für relevant gehalten, aber es hatte dann nochmal so einen Schwung gegeben zu sagen, hey, jetzt gibt es so einen populären und bekannten Wissenschaftspodcast in Deutschland. Ja, ich meine, für dich als Forscherin eigentlich anderes, dabei zu sein, wie ein neues Genre entsteht, ne, und währenddessen zu forschen, das ist Forschung in Echtzeit, so historisch gesehen, das ist schon cool. Ja, klar. Ja, gut, die haben das Medium jetzt auch nicht neu erfunden, aber, man kennt es halt jetzt, ja. Mein Vater kam an und sagte, er hat einen Podcast gehört, Entschuldigung. Also die haben das Medium in der
Tat nicht neu erfunden, aber die haben aus meiner Sicht, haben da JournalistInnen das Medium für sich neu entdeckt und andere Podcastende, die, du hattest eben schon Holger genannt, Tim Pritlove ist, glaube ich, auch ein ganz stilbildender in diesem Wissenschaftskontext, die das seit 10 Jahren schon genau so machen, nämlich einfach, wir setzen uns hin und fangen vorne an zu schnacken und gucken, wann wir fertig sind und dann drücken wir auf Stopp. Ohne irgendwelche anderen Bedingungen zu haben oder meinen, man müsste jetzt noch ein Video dazu drehen. Die haben ja gesagt, ja, ihr, was seid ihr so verwundert, dass das Format funktioniert? Ich weiß seit Jahren und produziere seit Jahren das Format genauso, weil es so gut funktioniert. Und dann hast du da so gestandene NDR-RedakteurInnen, die dann denken, auch dann mal in so einer Behind-the-Scenes-Folge dann mal so berichtet haben. Und da waren wir total überrascht, dass sich das Leute angehört haben. Ja, aber es ist ja eigentlich recht unjournalistisch, ne, dass die so den so lang haben quatschen lassen und nicht so dieses typische, ne, wir stellen jetzt mal ganz pointierte Fragen und geben so bitte mal eine kurze Antwort, so, sondern ja, ich hatte auch diesen Punkt in der Arbeit drin, so natürlich erstmal so, ne, erstmal, ne, so die, wo man so herkam von den Massenmedien. Und ich hatte diesen Begriff der öffentlichen Kommunikation und habe das mal so ein bisschen diskutiert, ob Podcasts das eigentlich auch sind. Und da war immer dieser Punkt, naja, es ist ja. Also es, für die öffentliche Kommunikation ist es halt wichtig, dass man halt Themen setzt, die halt nicht nur in diesem Medium, sondern dann auch in anderen diskutiert werden. Und das, genau das hat halt dieser Coronavirus-Update-Podcast halt gemacht. Und das hätte, wie gesagt, vor 3 Jahren hätte ich diese Frage noch anders beantwortet und hätte gesagt, nee, das haben Podcasts, diesen Sprung haben sie vielleicht nicht so geschafft, gerade die Wissenschaftspodcasts. Und jetzt hat es halt einer geschafft einfach. Ja, sehr cool. Wir warten auch übrigens immer noch, also ich und auch eine andere Doktorandin, wir warten auf die Doktorarbeit zum Coronavirus-Podcast oder die Masterarbeit oder irgendwas. Ja. Ich warte, dass die kommt. Die muss eigentlich kommen. Ja, die muss jetzt. Ja. Die wartet darauf, bis deine fertig ist, um die zu zitieren. Ja, vielleicht. Wer weiß. Oder die schreiben gerade 10 Leute parallel. Ja. Es kann auch sein, aber es ist eigentlich wurscht. Also, weil es wird sich wahrscheinlich jeder was anderes angucken. Das wäre auch furchtbar spannend, ja. Mhm. Ich meine, man kann natürlich jetzt, wo es den Drosten-Podcast gegeben hat, von da aus nochmal wieder den Vergleich zurück zu anderen früheren Wissenschaftspodcasts machen. Also eine Sache jedenfalls, die mir auf so einer Podcast-gestalterischen Ebene total auffiel beim Coronavirus-Update, um mal das oder eine der offensichtlichen Dinge zu sagen, ist, dass sie ja nicht nur Drosten nicht gestoppt haben, relativ ausführlich was zu erzählen, sondern dass sie auch diese Balance, Fachbegriffe zu erlauben, ja, komplizierte Dinge zu erlauben, einfach sehr, sehr zum einen Hände in ausgereizt haben. Nicht? Also sie haben ihn nicht gestoppt, sondern sie haben es zugelassen, dass er lauter Fachbegriffe einführt oder so, die dann schon auch irgendwo erklärt worden sind. Aber jedes Mal ist es natürlich mental für jemanden, der nicht zufällig Virologe oder Virologin ist, einfach krass. Ne? Es ist eine so dass das bei einem so auch nochmal besonders über alle Maßen populären Podcast so funktioniert. Das fand ich bemerkenswert. Ich meine, gut, natürlich Riesenplus auf der Habenseite, was Authentizität angeht. Also dem glaubt man dann sofort. Na, der macht mir das jetzt nicht mundgerecht und macht eine übertriebene Vereinfachung. Das ist damit ausgeräumt. Ja, das ist dann schon klar. Das kommt einem dann, der spricht seinen Fachjargon oder so. Ne? Aber das ist trotzdem funktioniert und die Leute nicht massenhaft abspringen. Ich fand das überraschend. Ich fand das krass. Kannst du das weil du diesen breiteren Überblick jetzt hast, Lisa, kannst du dazu was sagen? Ist das als Stilmittel, kommt das vor, dass Leute einfach auch schweres Fachchinesisch zulassen oder so? Oder ist das unüblich? Das kommt so ein bisschen an, auch, also wie man den Podcast macht und auch für wen, also den Podcast Transformatorische Bildung, wo dieser Bildungswissenschaftler auch mit Studierenden spricht. Da waren auch manchmal so Momente, wo ich dachte, okay, das Fachwort kenne ich nicht. Es wird jetzt gerade auch nicht erklärt. Okay. Wobei ich mir denke, gut, wenn es vielleicht auch seine Studierenden anhören oder Leute, weil, also er hat auch wirklich gesagt, okay, den so ganz unvorbereitet, ohne Ahnung vom Thema zu hören, ist wahrscheinlich schon schwierig. Also er hat auch eingeräumt, dass man sagt, okay, das hören vielleicht jetzt wirklich mehr Leute, die auch zumindest da so aus dem Dunstkreis kommen.
Wir hatten, also am KIT gab es noch eine Masterarbeit, die hat sich unter anderem den Podcast, den Modellansatz-Podcast, falls den vielleicht auch manche kennen, ist ein Mathe-Podcast vom KIT mit Gudrun Täter und von Sebastian Ritterbusch, der den, glaube ich, noch mitmacht. Und die sprechen wirklich auch über Mathematik und das ist halt auch echt teilweise nicht so einfach, obwohl ich finde, Gudrun macht das immer wirklich sehr, sehr gut. Und da hat auch, also die Masterstudentin hat dann auch mal so Umfragen unter HörerInnen gemacht, weil das halt auch ein Podcast ist, den hören zwar auch wahrscheinlich die Studierenden, aber auch Leute einfach so, die es einfach interessant finden. Und hat dann auch mal so, auch so gefragt, so, ja, da sind jetzt schon Fachbegriffe drin und wie geht die Leute denn echt damit um? Und da waren auch viele dabei, die gesagt haben, ja, ich verstehe auch nicht immer alles und aber irgendwann komme ich dann wieder rein und ich finde einfach so die, weiß ich nicht, die Anwendungsfälle oder die Beispiele, die sie haben, dann ganz cool. Also bei Podcasts scheint es auch wirklich zu funktionieren und das trauen sie sich ja auch, dass selbst wenn ich nicht alles verstehe, das ist okay, ich kann da mal so drüber weghören und den nächsten sagt, ah ja, das finde ich ja wieder interessant, das Thema. Und meine These ist auch so ein bisschen, das hat auch sowas mit dieser Nutzungssituation zu tun, weil, weiß ich nicht, wenn ich eine Radiosendung blöd finde, dann klicke ich halt auf den nächsten Sender. Aber wenn ich, keine Ahnung, gerade am Joggen bin oder meine Hausarbeit mache und lasse halt nebenher den Podcast laufen, dann höre ich den halt tendenziell schon auch durch, weil sonst müsste ich ja auch hingehen und müsste in meine App gehen und müsste den... also ich glaube, bei Podcast ist man auch irgendwie toleranter, weil man das vielleicht auch so erwartet, aber weil auch einfach die Nutzungssituation ist, dass ich halt nicht immer so schnell mal umspringen kann in die nächste Folge, sondern dass ich mir dann doch die ganze Folge anhöre, außer ich finde sie jetzt total furchtbar und verstehe nur noch Bahnhof, aber wenn mal so ab und zu was kommt, was ich nicht verstehe, ja, ist okay, solange es insgesamt interessant ist. Spannend. Also das ist auch schon so ein Problem, was ich beobachte, Ja. Würde ich auch, aber auch so als Podcast-Hörerin auch so empfinden. Also dass ich beim Podcast, wenn ich irgendwo was habe, was mich nicht so interessiert oder ich nicht verstehe oder einen Witz, den ich überhaupt nicht lustig finde, der führt jetzt nicht dazu, dass ich nicht weiterhöre, weil meistens höre ich im Auto und dann müsste ich ja jetzt anfangen zu suchen, was höre ich denn sonst genau. Das ist interessant. Wobei man auch sagen muss, manche machen dann ja auch extra, weiß ich nicht, machen dann so Kapitelmarken und wenn ich dann merke, ah, nee, das ist gar nicht mein Thema, mache ich dann das nicht. Also sowas gibt es natürlich auch. Also ja, kann man auch machen. Was man vielleicht zum Coronavirus nochmal sagen, zum Coronavirus-Update nochmal sagen muss, und was auch auf Serial zutrifft, man muss natürlich auch mal mitdenken, das sind natürlich auch alle Podcasts, die sind nicht nur professionell produziert, sondern halt auch von großen Medienhäusern, also Serial ja auch tatsächlich. Die haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Verbreitungsstruktur, die machen da nochmal anders Werbung mit und die haben dann nochmal viel mehr Kanäle, sowas auch zu streuen. Also so ein, ich sage jetzt mal rein privater Podcast, der sich so da in die Öffentlichkeit arbeitet und so viele Leute erreicht, die haben es halt einfach schwerer. Also es ist cool, dass es, wie gesagt, diese Podcasts gibt, die auch so eine große breite Bandbreite oder an Leuten erreichen, wobei das auch bei Podcasts jetzt nicht unbedingt, also ich glaube, Erfolg bei Podcasts sind nicht nur die Hörerzahlen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber man muss natürlich immer mitdenken, ich meine, klar, da steht natürlich auch nochmal eine Institution dahinter, die das halt nochmal ganz anders verbreiten und pushen und auch präsentieren kann, als wenn das jetzt irgendwie einer allein in seinem Kämmerchen macht und irgendwo auf seiner Website oder nur so irgendwo im Podcast-Portal hochlädt. Ne? Also alle diese Podcasts, die so erfolgreich gewesen sind, da war immer irgendeine professionelle Redaktion dahinter, das muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Wobei diese professionellen Redaktionen ja auch dann auch unterschiedliche Interessen und auch insbesondere auch unterschiedliche Geschäftsmodelle dahinter haben. Also der NDR, wenn die nicht diesen Podcast gemacht hätten, dann hätten sie irgendwas anderes mit Audio gemacht. Jetzt hier ist Serial, das war ja ein Startup, ein amerikanisches, und die wollten wahrscheinlich auch Asche damit machen. Hast du diese Geschäftsmodell-Backgrounds oder Gewinnerzielungsabsichten? Ist das bei dir irgendwie mit drin in der Auswertung oder so? Nee, das habe ich tatsächlich rausgelassen, weil das ist schon so ein Thema, da gibt es auch hier und da mal ein paar Studien zu, weil natürlich auch immer die Frage ist, jetzt wo sich Podcast auch so über ein, zwei Jahrzehnte etabliert haben, dass viele dann halt auch, es kam ja eigentlich so aus einer Amateurkultur und viele machen es jetzt aber immer professioneller und immer intensiver und da muss man sich auch irgendwann mal überlegen, okay, wie verdiene ich denn Geld damit? Also da bin ich jetzt nicht reingegangen, weil das ist tatsächlich nochmal ein großes Feld, auch gerade so diese Frage, okay, wir haben vielleicht mal privat angefangen, aber würden es jetzt gerne halt, weiß ich nicht, in der Frequenz machen oder auch mit dem Aufwand dahinter, der halt dann doch erfordert, dass wir irgendwie Geld damit einnehmen und ich glaube, das finde ich aber auch ganz interessant. Also ich kenne auch mittlerweile Wissenschaftspodcasts,
in Deutschland, die auch mal so anfangen mit so Sponsoring, Werbung und so, die das aber auch immer oft ja manchmal auch so damit verbinden, so, okay, ihr könnt es auch werbefrei hören, aber dann müsstet ihr uns unterstützen über dies und das mit so einem kleinen Abo-Modell noch hinten dran oder so. Also ich glaube, das fängt in Deutschland und auch so bei den Wissenschaftspodcasts auch langsam gerade so an, dass sich da immer noch mehr Leute mit beschäftigen, bei anderen Themenfeldern vielleicht sogar noch mehr. Claudia, habt ihr schon den Spotify-Exklusiv-Deal angeboten bekommen, Florian und du, von Nee, du, Klima? Noch gar nicht. Nee. Mm-mm. Nee, aber es gibt tatsächlich schon Leute, die mit Spenden unterstützen, was wir da machen. Also Florian hauptsächlich, ich nehme damit nichts ein, aber die dann einfach spenden. Und das finde ich ja auch ganz schön für die Technik zum Beispiel. Ne? Also braucht man ja schon und ja, das ist Arbeit. Ja. Ich habe eine Sache, also hier das Chat, Weird Beat, weil die Frage hatte ich vorhin auch, also ne, SWR 2 Wissen, Quarks Daily, Quark Science Cops sind eher leichte Kost im Vergleich zu das Klima oder MINT korrekt. Und da wollte ich jetzt auch mal fragen, ist es, also kannst du das vielleicht in deinem Sample von 7 auch sehen, dass die professioneller gemacht sind oder so, dass die eher leichte Kost sind oder ist das überhaupt nicht so, sondern nur ein gefühlte Fehlannahmen? Ich glaube, das könnte auch wieder so ein bisschen damit zusammenhängen, dieses, was ich schon gesagt hatte, wir versuchen halt viele Leute zu erreichen und versuchen es dann doch mehr runterzubrechen. Und natürlich hat man bei den Radiostationen, die machen vielleicht auch ein längeres Format, aber können sich vielleicht auch mal leisten, ein sehr gut gemachtes, kleines, kürzeres zu machen. Ne? Also die machen dann ja eh mehrere Sachen, dann machen sie halt ein bisschen was Längeres, ein bisschen was Kürzeres. Halt auch ganz bewusst, weil vielleicht viele Leute das auch lieber mögen. Wenn ich jetzt halt allein einen Podcast mache und mache dann vielleicht nur einen, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie mache ich den und kann dann irgendwie nicht verschiedene Sachen anbieten tatsächlich. Aber ansonsten, ja, es ist unterschiedlich. Also zum Beispiel auch dieses Gesundheitsgespräch, was ich mir angehört habe, da ist dann zum Beispiel, da rufen dann irgendwie Leute an, die dann natürlich ihre eigenen Probleme und gesundheitlichen Dinge haben und da geht es auch manchmal schon sehr tief in die Materie rein, aber eher aus so einem, wir wollen den Leuten ja auch weiterhelfen, Gedanken raus zum Beispiel. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was dann auch die leichte Kost ist, dass es einfach zu verstehen ist oder dass man so an der Oberfläche bleibt oder, ja. Stimmt, das ist auch eine gute Frage, was ist eigentlich der leichte Kost, ne? Also, Ja. Ja, aber ich hatte halt immer so den Eindruck, ne, die das so professionell machen, die haben auch eher einen wissenschaftsjournalistischen Ansatz, also die das deutlich, so aufarbeiten, im Gegensatz, wo die Privaten dann eher sich einfach hinsetzen und machen, ne, wie du so schön gesagt hast, und dann vielleicht auch nicht im ersten Moment genau daran denken, ist das auch gut runtergebrochen und ist das gut hörbar, sondern das ist vielleicht eher zweit- oder drittrangig, ne? Ja. Ja, weil wie gesagt, wenn es halt Leute einfach ist, weil es gibt halt auch Leute, die sagen, boah, ich finde sowas total Nerdiges irgendwie geil. Das sind halt nicht alle, ne? Deswegen macht man das jetzt nicht unbedingt vielleicht im Radio, obwohl es gibt ja auch sehr, also durchaus anspruchsvolle, weiß ich nicht, irgendwie auf die Wissen oder was weiß ich, sehr, sehr anspruchsvolle Formate und Diskussionen und sowas. Aber ja, weil die versuchen halt, die denken halt immer noch so in Zielgruppen und wen erreichen wir und gucken, ob dann, was die Quote vielleicht noch stimmt oder sowas. Und Leute jetzt einfach so machen und sagen, hey, wir finden es so geil und da gibt es irgendwie so ein paar Leute, die uns immer hören und sagen, dass sie es super finden und das motiviert uns und dann machen wir das so und wem es halt nicht gefällt, ja, dem gefällt es halt nicht. Ich hätte noch eine ganz andere Frage, wenn mich jemand noch eine Anschlussfrage stellen will. Weil ich habe mich so gefragt, wenn du die Podcasts so analysiert hast und ja auch wirklich angehört und sprachlich und was ist da inhaltlich drin? Hast du mit denen vorher gesprochen? Gab es da Vorgespräche? Kann man das ethisch einfach so machen, weil es ist ja veröffentlicht? Oder gab es da eine Überlegung vorab? Ich sag mal so, sie sind ja veröffentlicht. Das heißt, das, was ich mir da ich kann ja einfach die Folge nehmen, sie analysieren, weil die ist ja online, die ist ja öffentlich so. Ich hatte natürlich, sag mal, das Problem, mir war von vornherein klar, ich kann, wenn ich jetzt diese Interviews führe, ich kann das natürlich nicht anonymisieren, weil ich muss ja immer sagen, okay, ich habe jetzt die Person zu diesem Podcast gefragt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr glücklich, dass alle auch gesagt haben, ja, wir machen mit und wir lassen uns da interviewen und wir reden darüber, weil ansonsten hätte ich nochmal irgendwie einen anderen Podcast nehmen müssen. Also dieses Einverständnis brauchte ich halt, dass die Leute gesagt haben, ja, wir reden darüber und wir reden da auch ein bisschen über den Hintergrund von dem Podcast und ich darf das auch entsprechend halt auch
dann veröffentlichen. Also das war eigentlich so der Knackpunkt, aber da haben wirklich auch alle gesagt, ja, machen wir und fanden das auch, glaube ich, echt gut und so. Und da kamen auch echt gute Sachen bei rum, ja. Ja, wenn Wissenschaftspodcasts es nicht toll finden, dass Wissenschaft über sie gemacht wird, wer dann? Ja, okay. Ja, gut, spannend. Hier wichtige Frage im Chat. Cui bono? What the fuck happened to Ken Jebsen? Habt ihr das gehört? Ich habe die erste Folge gehört und fand es schon toll. Also das ist sehr interessant, weil es so dieses, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es zum Genre Wissenschaftspodcast dazu zählen würde. Also es geht ja eigentlich um eine Journalistenkarriere und es geht um so einen ganz bestimmten Zeitgeist, der zum querdenkerisch extrem hingeht und wie das kommt jetzt an dem Fall. Und ich, also sozusagen, das ist vom Ansatz her natürlich viel näher dran an sowas wie Serial oder so, ne? Und es ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr überzeugend, zumal weil die Leute auch, das merkt man, da sehr viel darüber reflektieren, was es bedeutet, dass sie als Radiojournalisten über einen Kollegen oder ehemaligen Kollegen so eine Show machen. Ne? Das ist schon, also um nur mal ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Folge, wo sie die Rolle der Heimsendeanstalt, sozusagen des alten Senders, für den Ken Jebsen anfangs gearbeitet hatte, untersuchen und das Verhältnis zu ihm. Und dann ist ihnen aufgefallen, wir arbeiten ja für diesen Sender. Das ist ja schwierig. Wir machen jetzt eigentlich gerade eine Reportage, wo wir ein Licht drauf werfen auf den Sender, für den wir arbeiten. Und was haben sie gemacht? Da kommt ihr nicht drauf. Die haben diese eine Folge bei einem anderen Sender produziert, um sozusagen rauszukommen aus dem Sender und einen anderen Blick auf diese Anstalt werfen zu können. Also kann man immer noch darüber diskutieren, ob das Problem löst oder so. Aber das zeigt so ein bisschen beispielhaft, warum das auf einem sehr hohen Level ist. Und von daher danke an unseren super schlauen Chat, das Beispiel zu bringen. Also das ist sehr hörenswert. Genau, wobei ich auch, also ich habe es auch gehört, aber ich glaube, ich würde es auch nicht auf die Idee kommen, das als Wissenschaftspodcast zu klassifizieren, sondern eher so als halt einen nett gemachten Storytelling-Podcast, ja. Ah, ja, genau, passt wieder zum Thema Storytelling. Es ist übrigens vielleicht noch, by the way, es ist total witzig, wenn man Podcastende interviewt, weil man ist ja daran gewöhnt, die zu hören und normalerweise kann man nicht mit denen sprechen und plötzlich, also wir haben das auch online gemacht, nicht wegen Corona, sondern dann hätte ich da irgendwie hinfahren müssen und plötzlich erzählen die was und man hat die im Ohr und plötzlich antworten die, aber es ist total weird, wenn man das nicht so gewöhnt ist. Und muss auch echt aufpassen, ich muss immer aufpassen, dass ich noch das Heft da in der Hand habe, weil den kann man ja irgendwas hinschmeißen und dann fangen die da an, miteinander zu schnacken und die hätten das auch ohne mich irgendwie weitermachen können. Also das war echt auch sehr interessant und sehr lustig teilweise. Also für mich als Hardcore-Podcast-Hörer, der ja die meisten Podcasts irgendwo auf 1,3-fach bis 1,7-facher Geschwindigkeit hört, ist das eigentliche Erlebnis, wenn ich mit PodcasterInnen live spreche, immer, dass die total langsam. Oh Gott. Der lustig vor, wie Henning dann da so, schon voll nervös, gehst du mir ein bisschen schneller? Ich drücke 1,7-fach, drück drauf. Aber ich fand das lustig, dass du das gesagt hast, weil also ich höre Podcasts, aber ich habe zum Beispiel jetzt noch nie intensiv irgendwie Florian Freistetters Podcast gehört, habe aber einen guten Freund oder Freunde, die den sehr gerne hören und jetzt hören die mich plötzlich mit ihm und die fanden das auch völlig weird. Also, das macht aber cool, oder? Sinn. Ja. Genau. Ja. Ist, glaube ich, ein total interessantes Phänomen, das man da in dem Moment beobachtet. Ja. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt auf der Seite gelandet sind, auch nochmal auf der Rezeption. Ich meine, wenn man Medien ernst nimmt, muss man noch darüber sprechen, oder? Ich habe so ein bisschen, glaube ich, so eine These im Kopf. Das ist aber auch ein Bauchgefühl. These ist viel zu viel gesagt. Dass sich gerade unheimlich viel auch tut, was unsere ganze Medienwelt angeht. Und zwar in der Hinsicht, dass sozusagen diese Grenzen, was erlebt man passiv nur als Rezipient und wie ist man selbst aktiv Medienschaffender, dass sich das massiv gerade verändert. Weil der Punkt ist doch irgendwo, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mir Insta angucke oder jetzt extrem TikTok oder sowas, jede zu einem
Betreiberin eines Studios mit eigener Aufnahmeleiterin und ich bin selbst die Sprecherin wird oder so und sich selbst so sieht und sich selbst reinfügt in so ein Spektrum von Sachen, die sich ganz, ganz stark aufeinander beziehen und so weiter. Und das ändert ja alles, oder? Und ich frage mich, vielleicht ist irgendwie jetzt die Wissenschaftspodcast-Welt auch schon wieder so eine alte Bubble inzwischen von Boomern, die gar nicht mehr verstehen, was um sie herum passiert, weil jetzt nochmal wieder was ganz, ganz anderes kommt, oder? Ich weiß es nicht. Das ist nur ein Bauchgefühl von mir, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es war auch mal so, ganz am Anfang hat man sich ja auch so vorgestellt, so, dann hören die Leute einen Podcast und dann machen ganz, ganz viele auch selber einen Podcast. Also das ist ja nicht so passiert. Also klar, manche machen das schon, aber es ist halt nicht so, wie bei TikTok, dass ich mal ganz schnell was machen kann. Aber es gibt natürlich auch so Leute, diskutieren drüber, es gibt vielleicht auch so Fan-Communities, also auch diese Anschlusskommunikation muss man bei Podcasts ja auch manchmal mitdenken, also manche sind da mehr aktiv, andere weniger oder bei manchen Podcasts gibt es auch mehr oder weniger. Aber das ist eine gute Frage, weil Podcast, also so der ganz neue heiße Scheiß ist das auch nicht mehr, ne? Nee, das stimmt. Das ist eine Brückentechnologie. Ja. Das wäre interessant, weil ich meine, so TikTok und so und Insta, das ist ja wieder alles mit Bildern, mit Video, ob es mal irgendwie sowas gibt, wo man sagt, man macht wirklich vielleicht nur so ganz kurze Audioclips und dass man sich da auch irgendwie mehr vernetzt oder mehr aufeinander reagiert, so, das wäre eigentlich mal interessant, ja. Also da wollte ich ja auch Twitter, so, sorry, nochmal diese Twitter Spaces und Clubhouse, das war ja auch nur Audio. Ja, also ja, da stimmt. Ging das dann wieder schon wieder so ein bisschen los, ne? Also ja, doch, ist vielleicht doch passiert, auch bei Podcasts tatsächlich. Ja, also es gibt ein Beispiel, der eine Bildungspodcast von der TH Köln, von einem, der das dort auch eher so nebenbei gemacht hat, der war in ganz kurz, wo er einfach so seine Meinung in so 3 Minuten gesagt hat und dann konnten Leute darauf antworten und ihre Antworten hochladen. Und dann konnte man das so, das, dann sind so Diskussionen entstanden, aber rein Audio. Ich fand das total interessant, ist leider nicht so, also ist jetzt noch nicht so rege genutzt, aber ich fand die Idee klasse, weil das einfach sehr interaktiv ist, ne? Also so, ja, da können die Leute wirklich direkt antworten und so ein Schnipsel hochladen und dann ihre Antwort da geben. Finde ich klasse. Das ist ja auch das Problem, was Podcasts so haben, dass es erstmal auch deswegen nicht interaktiv ist, weil ne, man hört einen Podcast, man macht irgendwas währenddessen und selbst dieses, mir fällt jetzt gerade was dazu ein und ich würde das gerne kommentieren, dann muss ich ja wieder, ne, dann muss ich irgendwie wieder an mein Handy gehen oder an den Laptop gehen. Ich muss ja wieder so ein bisschen das Medium wechseln. Also das hemmt so ein bisschen natürlich diese direkte Interaktion und von daher, ja, muss man irgendwie andere Wege schaffen, dass das funktioniert, ne? Also früher gab es auch öfter mal den Trend, vor ein paar Jahren gab es irgendwann mal den Trend, dass es halt auch Live-Podcasts gab, die dann angekündigt worden sind. Manche machen das nach wie vor noch. Also ich höre zum Beispiel den Sendegarten, das ist jetzt sehr meta, das ist nämlich ein Podcast über Podcasts. Die senden immer live, announcen sozusagen auch den Sendetermin und haben dann so einen Chat, wo man halt mit denen in so einem Forum dann chatten kann. Und eigentlich ist das wie Forschungsstrom, nur irgendwie ohne Bild. Und da gab es, glaube ich, früher öfter mal so einen Trend, dass es halt dann so live mit nebenher Kommentierfunktionen gibt. Aber du hast natürlich trotzdem einen Medienbruch drin, weil natürlich die Leute in dem Sinne nicht auf der Audioschiene interagieren, natürlich, sondern irgendwo so auf so einem Rückkanal wie einem Chat, was man dann halt in die Sendung wieder mit reinbringen muss, so wie hier gerade die Kommentare ins Video reinfliegen, ja. Ja, ich meine, gut, was ja auch manche machen, ist, dass sie dann so Live-Auftritte, also den Podcast live vor Live-Publikum aufnehmen, so was methodisch korrekt ja auch macht zum Beispiel. Stimmt. Und hier und da andere auch, wobei ich gar nicht weiß, ob die dann nur Show auf der Bühne machen oder ob das Publikum da auch so direkt einbezogen wird. So genau kenne ich das dann gar nicht. Also Minkorrekt war ich mal, haben wir da, das ist eine Show auf einer Bühne und es gibt danach dann den Interaktionspart, wo die dann noch da rumstehen und Bierchen mit den Leuten trinken. Keine Ahnung, wie das jetzt mit Corona gemacht wird. Okay. Ja. Es gab hier im Chat auch einen interessanten Querverweis, da wurde gesagt, es gibt also zu der Idee, die Leute posten sich gegenseitig kurze Audioschnipsel zu oder veröffentlichen diese, gibt es doch in den Telegram-Gruppen schon, dass sich die Lehrdenkergruppen nur noch über Voice-Nachrichten austauschen. Das stimmt, da kann man das beobachten. Ich glaube, meine Vermutung, dass so ein Medium so zu nutzen, man kann es gut benutzen, um sich gegenseitig emotional aufzuschaukeln, dass man so eine Art
eingeschworene Gemeinschaft ist, die jetzt wirklich krass emotional sich gegenseitig nochmal aufputscht oder so. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen oder sowas. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir da einer ganzen heißen Sache auf der Spur sind und dass vielleicht auch kurze Audionachrichten, also analog zu, was wir mit kurzen Videos schon haben, dass das vielleicht auch ein Ding sein könnte. Aber es ist nicht rein spekulativ, keine Ahnung. Ja, aber da würde ich direkt an Lisa weitergeben, weil ich weiß so aus linguistischer Sicht ist ja das Internet ein Fundus für eine Alltagssprache, also weil die Leute dort ja einfach schreiben, wie sie nun mal schreiben wollen und nicht irgendwie formal. Und das fehlt ja viel in der gesprochenen Sache, da gibt es ja gar nicht so viel was, aber bei Podcasts und wenn wir jetzt so an Chat mit Voice-Chat denken, das wird doch ein neuer Fundus, oder nicht? Ja, ich finde, oh Gott, jetzt, ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz falsch, was ich sage, oder keine für sich auf den Stift getreten, aber ich finde, Linguisten hängen eh noch viel zu sehr am geschriebenen Wort, muss ich sagen. Mhm. Weil auch Chat ist natürlich, ne, da haben die auch wieder ihren Text, dann können sie ihren Text analysieren, ne? Das ist schön. Mhm. Deswegen finde ich auch, ja, ich finde es auch gut, wenn man mehr, und wie gesagt, und bei Podcast, man hat ja auch wirklich nur die Sprache, ne? Man muss, also man kann auch Analysen machen, wo man die Bildebene mit analysiert, aber es ist ja tatsächlich dann, also man muss natürlich auch wieder transkribieren und so, aber es ist ja dann, also es ist, konzentriert sich ja da sehr drauf und ja, stimmt, also ich weiß, kann auch sein, das weiß ich, gibt es vielleicht schon, weiß ich nicht genau, ob es da schon Studien zu gibt, aber das, also ich finde, also Podcast auch linguistisch zu analysieren, ist eigentlich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Weil es halt auch mehr so, es ist natürlich kein ganz natürliches Gespräch, aber es kommt schon so ein bisschen dahin. Gerade halt bei so Podcasts, wo die Leute das gar nicht irgendwie vorbereiten und nicht irgendwie schon so die 5 Seiten Notizen da liegen haben, sondern einfach so drauf losmachen. Mhm. Ja. Auch mal meine größte Angst, dass jemand dann merkt, wie sehr ich doch immer an meinen Textnotizen hänge im Podcast. Ich muss auch sagen, Florian Freistetter hat mich so ein bisschen geschafft, weil der redet A sehr schnell und also man merkt es gar nicht so beim Hören, aber es versucht aufzuschreiben, er hört dann den Satz mittendrin auf und fängt dann wieder an und ja, nicht so easy. Aber jetzt gerade, du hattest eben kurz schon die Twitter Spaces oder Clubhouse genannt, also das, was in diesem Selbstclaim dann so Social Audio genannt wird. Da hast du ja sozusagen dann die Interaktion direkt auf der Audioschiene und natürlich hast du irgendwo Leute, die irgendwie als Anbieter sozusagen Moderationsrechte haben, aber ansonsten hast du da wirklich auf Augenhöhe, wo alle dasselbe sozusagen die Interaktion direkt im Audio stattfindet. Da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass gerade bei jetzt den Twitter Spaces in letzter Zeit diese Frage, da muss ich was transkribieren, dass mir die immer mehr wegzufallen scheint, weil jetzt diese automatischen Transkriptionen, die da jetzt schon mitlaufen, die ich immer jahrelang für echt von bescheidener Qualität gehalten habe, mittlerweile auch im deutschsprachigen, also deutsche Texte, super gut geworden sind. Ist jedenfalls meine Beobachtung so aus den letzten Wochen, wo ich mich wirklich wundere, wie schnell da die KI dann da in die Tasten haut und das transkribiert. Also ich glaube, das Internet verändert sich halt dauernd und wahrscheinlich werden zukünftige DoktorandInnen-Generationen sich nicht mehr groß um dieses Transkribieren kümmern müssen, sondern können gleich anfangen, da irgendwie die Analyse drauf zu hauen, oder? Lisa, wie siehst du das? Ja, wobei das ein bisschen eine Frage ist, will ich so eine, ich sag mal, vielleicht nur eine Inhaltsanalyse machen. Bei der Gesprächsanalyse, die ich gemacht habe, also das muss man schon per Hand machen, weil es da auch darum geht, da muss man genau gucken, wer fängt zum Beispiel wann an zu reden und wann sind die auch gleichzeitig und wer geht dann plötzlich mit der Stimme hoch, also ist das noch eine natürliche Tonlage oder nicht oder gibt es eine bestimmte Betonung, also das muss man dann doch selber machen, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich will wissen, was die da gelabert haben und will schauen, welche Themen kamen vor oder so, das kann ich natürlich so machen, klar, also dann ist das auch besser zugänglich, ja, also und gerade wenn man natürlich größere, also längere Gespräche auch am Stück mal analysieren will, kommt man, also da würde man ja verrückt werden, wenn man das alles aufschreiben müsste, da ist sowas natürlich eine große Hilfe und ich kenne auch Leute, die das, ich habe auch mal mit irgendwem unterhalten auf einer Tagung, die an sowas arbeiten und die auch sagen, das ist natürlich für die Forschung schon sehr, sehr hilfreich, wenn man plötzlich auch mal was hat, was man vielleicht für die Analyse als Text auch braucht, was halt nur gesprochen war, wenn da halt die KI das wirklich so einem dann passt, perfekt schon wieder ausliefert, ja. Mhm.
Wenn du quasi mitlesen kannst, was du dir anhörst für eine Gesprächsanalyse und markieren kannst, wo geht's hoch, wo geht's runter, wer fängt an. Könnte man auch machen, ja klar. Bei der Gesprächsanalyse, also ich habe es auch so gemacht, ich habe mir die Folge angehört und ich habe so ein Inventar gemacht. Also ich habe mir so immer aufgeschrieben von dann und dann, da ist jetzt die Begrüßung und da ist das Thema und da ist jenes Thema und habe dann immer so eine Notiz gemacht, ah, da ist eine interessante Stelle, da müsste man jetzt nochmal reingucken. Und dann habe ich mir halt diese Stellen nochmal angehört und dann habe ich halt entschieden, was davon transkribiere ich dann erst tatsächlich und mache dann die Analyse. Also es ist so nochmal ein bisschen so eine Vorstufe, dass man natürlich schon alles hört, aber sich dann halt nicht alles im Detail dann in die Analyse mit reinnimmt, ja. Kannst du noch ein bisschen mehr zur Methodik sagen? Weil ich finde das total spannend. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und was bedeutet Gesprächsanalyse eigentlich und was kommt dann da raus? Also eine Gesprächsanalyse, es ist so ein bisschen eine Methode, die gibt es auch, also kommt, glaube ich, eher so aus der, ja, gibt es auch in der Soziologie oder so in der Völkerkunde, hat man das auch mal gemacht ursprünglich. Also man geht davon aus, dass man eigentlich. Es gibt ja solche Sachen wie, ich weiß nicht, die Sprechakttheorie, die sagt, es gibt da bestimmte Regeln und an die hält sich jeder so unbewusst und so funktioniert dann Sprache. Und die Gesprächsanalyse geht wirklich davon aus, so ich gucke mir jetzt dieses Gespräch an, so wie es ist, und dann überlege ich mir, okay, warum sagt er jetzt das und warum sagt er nicht was anderes? Und also ich gehe wirklich so vom Material aus und schaue mir halt, also interessant sind eigentlich immer Fälle, wo was passiert, was man so nicht erwartet hat. Oder wo auch mal Leute irgendwie einen Fehler machen und dann ausbügeln müssen. Oder wenn sie merken, so Moment, mein Gegenüber versteht gerade gar nicht, was ich meine. Und dann nochmal versuchen, das nochmal neu zu formulieren und solche Dinge. Also man geht halt davon aus, dass quasi so aus so ganze Sinnzusammenhänge eigentlich erst im Gespräch auch entstehen. Oder sowas wie diese Rollen zum Beispiel. Ne? Das muss alles ausgehandelt werden. Und ich muss auch immer abchecken, so, okay, was hat mein Gegenüber jetzt für eine Erwartung und passt jetzt seine Antwort wieder zu dem, was ich gesagt habe oder sind wir gerade irgendwie völlig aneinander vorbei? Also es ist immer so die ganze Zeit so ein gegenseitiges Abchecken und Gegenchecken und keine Ahnung, wenn ich jetzt hier irgendwie ich weiß ja alles markieren würde und der andere würde es irgendwie total doof finden und das funktioniert nicht, also dann würde so eine Irritation entstehen. Ja, also man geht wirklich sehr vom Material aus und man geht wirklich davon aus, dass in diesem Wechselspiel von beiden das alles geschaffen wird. Also man fängt nicht an zu sagen, okay, wir gucken uns mal an, wer ist das überhaupt und was ist jetzt der Kontext von diesem Gespräch und was ist der große Rahmen, sondern man guckt sich an, was passiert im Gespräch und was können wir da so aus dem Kontext schließen zum Beispiel. Auch so zum Beispiel die Frage, sind vielleicht noch ganz kurz, sind die Leute so im gleichen Raum? Also das, ja. Ne? Wobei man sagen muss, ich glaube, es waren alle im gleichen Raum, bis auf, ich glaube, Holger und Florian, aber die sind einfach so geübt, da fällt einem das nicht auf. Aber sehen die sich? Weil das war meine Frage. Weil Florian und ich, wir sehen uns nicht. Wir haben uns noch nie gesehen, ja, weder digital, ich glaub auch. Noch genau. Ach. Und ich habe immer das Problem, wann kann ich jetzt mal kurz was reinfragen oder möchte er was nachfragen? Ja. Also dieses, ich weiß gar nicht, ob er etwas nicht versteht, ich sehe sein Gesicht nicht und ich bin sehr visuell. Für mich war das am Anfang ganz schwierig und deswegen wollte ich fragen, weißt du, welche von denen sich wirklich vielleicht auch gar nicht sehen? Ich glaube tatsächlich, dass sich Holger und Florian nicht gesehen haben, aber wie gesagt, die sind halt so geübt, die können das und die haben, glaube ich... Die kennen sich auch so gut, ja. Ja, ich glaube, ich habe das mal woanders gehört bei Podcasten, die gesagt haben, es hängt extrem viel davon ab, wie gut deine Übertragungstechnik ist, dass du quasi keine Verzögerung drin hast, weil dann wird es irgendwie noch schwieriger so. Ne? Mhm. Weil dann, wenn da der eine was sagt und das kommt irgendwie erst eine Sekunde bei mir an und ich habe schon angefangen, dann ist es blöd. Ich hatte witzigerweise mal so einen Moment bei diesem Radio-Podcast, sage ich jetzt mal, da hat man gemerkt, dass sie sich sehen, weil da hat die eine Person geredet und hat dann plötzlich gemeint, ach ja, nee, oder meinen Sie, das ist anders, Frau? Ja. Und man hat, also da wusste man, okay, die sehen sich irgendwie, die hat jetzt irgendwie komisch geguckt oder die haben sich irgendwie ein Signal gegeben, weil ich als Hörer, das ist so eine Sache, ne, da merkt man plötzlich so im Gespräch, Moment, die müssen sich gesehen haben, das höre ich da einfach raus, das sehe ich raus, weil ich als Hörer hätte jetzt ja nicht gewusst, dass die andere Person da jetzt irgendwas sagen will, ne? Das sind so Dinge, die man dann auch mal rauskriegt. Ja. Oder was halt auch ganz spannend ist, ist halt gerade so beim Thema Wissenschaft dieses, ja, also wirklich, wer hat das Wissen? Also die
WissenschaftlerInnen in diesen Gesprächen, die haben gesagt, ja, das ist so und so und so und haben das so erklärt und dann war das so. Und die Leute, die sich das eher so anlesen mussten, weil sie halt nicht aus der Wissenschaft kommen, die haben viel öfter auch mal so gesagt, so, ah, ich bin mir jetzt nicht sicher oder ah, das weiß ich nicht genau oder ah, ich habe das da und da gelesen oder ich habe da ein Buch zu. Also die mussten auch immer noch mal so, die haben A, thematisiert, dass sie es nicht wissen, weil sie, glaube ich, auch so das Gefühl hatten, ich muss hier zeigen, ich bin ja gar kein Wissenschaftler oder keine Wissenschaftlerin und vielleicht stimmt das ja doch nicht. Die hatten einfach diese Sicherheit nicht. Und sie haben nochmal sehr viel mehr auch darauf verwiesen, wo habe ich das eigentlich her, weil einfach, man nennt das den epistemischen Status. Also bei denen wird nicht so vorausgesetzt, ah ja, die wissen das sowieso, die haben das ja studiert, sondern die haben immer begründet, wo sie dieses Wissen jetzt auch herhaben tatsächlich. Also das war auch so ein Unterschied, den man da auch gesehen hat, wie die halt sich so im Gespräch auch verhalten und dass man, was auch ganz schön war, was auch in der anderen Studie schon mal vorkam, war, dass sobald ich einen Experten oder eine Expertin habe im Gespräch und dann ist jemand, der halt, also wissenschaftlichen Experten meine ich jetzt, der Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, und der was erklärt und dann hält sich derjenige, der nicht eine wissenschaftliche Ausbildung hat, eher zurück. Während wenn jemand, der jetzt eben nicht aus der Wissenschaft kommt, das so ein bisschen erklärt, da trauen sich dann die anderen Laien und Laien, sage ich jetzt mal, eher auch mal was zu sagen und zu sagen, ah ja, ich glaube, das ist noch so und ich habe da mal was gehört. Ne? Also das ist immer so dieses, wenn ich denke, der andere, ah nee, der weiß das ja viel besser als ich, halte ich mich halt eher zurück. Und wenn ich aber weiß, oh, der ist ja eigentlich, also gut, der hat vielleicht sich das jetzt mal durchgelesen und weiß, er hat so ein bisschen Wissensvorsprung, aber eigentlich sitzen wir so im gleichen Boot und sind beide keine Experten, dann traue ich mich da eher auch mal zu sagen, ah, ich habe da auch so ein Stück Halbwissen, das könnte ich jetzt mal anbringen. Also das war auch so ein ganz, ganz spannender Effekt. Was irgendwie logisch ist, aber man konnte es halt auch in diesen Gesprächen auch so schön sehen, auch immer so Formulierungen wie, ja, wir wissen das ja, oder wir als Wissenschaftler, ne, also ist auch die Frage, wer da immer so ein Wir verwendet, ne? Das machen natürlich auch nur die Leute, die selber aus der Wissenschaft kommen. Und das ist auch schon so ein Marker, so, ne, ich gehöre da ja dazu und deswegen kann ich das jetzt auch erklären. Lisa, ich glaube, du bist hier schuld. Du hast jetzt hier Professor Bonnet, hast du den Abend verdorben. Oh Gott, ja. Der Arme. Warum denn? Also, ich glaube, jetzt denken nicht alle die ganze Zeit drüber nach, was sie sagen im Podcast. Genau, genau. Ich glaube, das ist es. Kurz noch, weil wir eben halt beim Chat sind, noch sehr spannender Einwurf hier. Der Kulturwissenschaftler Moritz Klenk hat seine Doktorarbeit in Podcast-Form verfasst. Ich meine auch diese CAE-Folge mit Tim gehört zu haben und meine mich zu erinnern, dass es auch gar nicht so einfach war, jetzt irgendwie dann diese formellen Hürden nehmen zu können, eine Doktorarbeit in Podcast-Form zu verfassen, weil du ja auch irgendwie da so eine Prüfungsordnung hast oder so. Ja. Also wirklich, ganz ernsthaft, Frage, so als Professorin, erste Frage, wie druckt man die denn aus, weil irgendwie muss die ins Archiv. Also nicht, dass ich überhaupt noch gedruckte Arbeiten sehen möchte, aber das Prüfungsamt und die Prüfungsordnung. Darf ich dir meine Hausarbeit auch per Sprachnachricht über Telegram schicken, Frau Professor Claudia? Ja, irgendwann werde ich auf jeden Fall TikTok-Videos und YouTube-Videos als Prüfungsleistung machen. Ich mache Wissenschaftskommunikation. Yeah. Was denn sonst? Natürlich. Ja. Es gibt Leute, die machen das, glaube ich, tatsächlich, ne? Dass man sowas auch mal so machen kann, wenn es die Prüfungsordnung dir zulässt. Ja, genau. Also ich glaube, für eine Prüfungsleistung in der Vorlesung ist das, glaube ich, kein Problem, aber als Abschlussarbeit ist, glaube ich, echt eine große Sache. Waveform ausdrucken ist natürlich die ganz große Kunst, ja. Ich würde sagen, es soll ein sehr, sehr langer Podcast sein, weil das ist ja schon länger so eine Doktorarbeit. Ja, und lest mal 250 Seiten vor oder so. Ich weiß ja nicht, wie viel man schreibt. Man darf ja viel. Ja. Auch schon an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Lisa. Das sind sehr interessante Einblicke. Also ich fand jetzt zum Beispiel dieses Ding, wie die Leute dann erkennen lassen, ob sie sich selbst zu der Gruppe der WissenschaftlerInnen dazu zählen oder so, oder sich selbst einen Expertenstatus zu erkennen oder nicht. Super interessant und leuchtet natürlich ein, dass das eine Rolle spielt dafür, wie ein Wissenschaftspodcast als Wissenschaftspodcast funktioniert und das Gespräch innerhalb des Podcasts. Super spannend. Ja, es ist halt auch immer, interessant, es ist immer eine Selbstanzeige und halt auch so eine Zuschreibung, ne? Also auch in dem Moment, wo ich dann als Laie oder Laien nichts sage, zeige ich ja auch schon, oh, man muss jetzt dem zuhören, weil der hat voll die Ahnung.
Bei dem Terminus Wissenschaftspodcast wollte ich noch mal kurz einsteigen, denn ich habe das vor ein paar Jahren bei den Wissenschaftsblogs so erlebt, dass es bei den Wissenschaftsblogs gibt es so eine Community von Leuten, die sagt, ich mache einen Wissenschaftsblog, und da ist aus meiner Sicht eher so ein Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit drin, und dann hast du aber eine andere Community von Leuten, die sagen, sie machen wissenschaftliches Bloggen. Und da ist, so wie ich das verstanden habe, eher so der Ansatz, dass das sozusagen, also ein Wissenschaftsblog, da habe ich erst was geforscht, habe was rausgefunden, und dann mache ich einen Blog, schreibe ich einen Blogpost drüber oder vielleicht eine ganze Blogserie oder so. Und so wie ich das verstanden habe, bei den Leuten, die sagen, sie machen wissenschaftliches Bloggen, bei denen ist das Bloggen an sich Teil des Wissenschaftsprozesses. Und ich habe das zum Beispiel viel von GeisteswissenschaftlerInnen gehört, die auf diesem Blogportal Hypothesis.org unterwegs sind. Das fand ich sehr spannend. Was wie einem M. Seltmann zum Beispiel. Ach so, hi, moin. Ja, toll. Was denkst du denn dazu? Schreib das mal in den Kommentar. Und Lisa, dich würde ich gerne fragen, hast du sozusagen diese Art der Unterscheidung oder diese Art der Denkweise auch bei den Podcasts festgestellt? Gibt es sowas wie wissenschaftliches Podcasten als Teil des Wissenschaftsprozesses? Ist dir das begegnet oder ist das zu abgefahren? Ich überlege gerade, ich glaube, es ist, wenn dann, sehr, sehr selten, weil, wie Claudia auch schon gesagt hat, man, glaube ich, auch nicht so richtig weiß, in welcher Form man das dann. Ist es dann auch, ist es auch irgendwie publiziert, aber halt nicht als Text und nicht in irgendeinem Journal, und das ist wieder irgendwie schwierig. Ich glaube, die meisten machen es tatsächlich als Öffentlichkeitsarbeit. Ob es auch welche gibt, die sagen, wir setzen uns da zusammen und entwickeln vielleicht ganz neue Ideen in einem Podcast, vielleicht. Also ist mir jetzt nicht so stark untergegangen. Also beim Soziopod habe ich manchmal so. Beim Soziopod habe ich manchmal so ein bisschen so den Eindruck, dass die so ein bisschen quasi. Also nicht wirklich die Forschung vorantreiben, aber doch so tief auch in die soziologischen Details da reingehen, dass man schon mal den Eindruck haben könnte, da wird auch vielleicht nochmal Ideen für neue Theorien werden da nochmal ausgebrütet oder so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das auch wandelt. Also ich hatte gerade diese Woche Montag eine Lehrveranstaltung, wo ich den Studierenden noch neue Formate für wissenschaftliches Publizieren, also wo wir darüber gesprochen haben, und da habe ich über wissenschaftliches Bloggen eine halbe Stunde mit denen gesprochen, was man da so beachten muss oder was, wo man bei denen dann bei helfen kann. Ich bin ja bei den BibliothekarInnen, ne? Also die UIs vergeben für Blogposts und die Metadaten ordentlich machen und linken auf Wikimedia und so weiter, auf Wikidata. Und ich glaube tatsächlich, dass im Zuge von Open Science sowieso ja sehr viel von interner Wissenschaftskommunikation plötzlich nach außen sichtbar wird. Und entsprechend gibt es auch einige Podcasts. Also ich glaube hier so der Podcast von Konrad Förster, der war ja auch schon mal hier, so Open Science Radio. Genau, wo ich tatsächlich auch denke, die richten sich ja eigentlich hauptsächlich erstmal so an die anderen AkademikerInnen, finde ich. Trotzdem kann es ja jeder hören. Ist ganz interessant. Ich glaube schon, dass sich das irgendwann ein bisschen so in die Richtung auch gehen wird, dass da Forschende für Forschende was machen, aber es können trotzdem alle zuhören. Dann wird es halt sehr fachspezifisch, ne, Lisa, so Begriffe. Ja, ich glaube, was es halt häufiger gibt, ist eher so diese Verbindung zur Lehre, also dass man sagt, man bindet das irgendwie ein, oder man macht auch als Teil der Lehre, macht man dann irgendwie einen Podcast, das eher mit Forschung, weiß ich. So, die Frage ist, Claudia, machst du denn hier wissenschaftliches Twitchen, oder wie ist das? Ja, hier, ja, das machen wir ja hier. Aber nicht. Gute Frage. Ja, ja. Also tatsächlich mache ich ja auch hier Work-Streams, also wo wir einfach zusammen arbeiten, wo ich Vorträge vorbereite, Vorlesungen vorbereite und hier sitze und meine Folien teile und irgendwie am Basteln bin oder recherchiere, meine Paper ablege. Da fragen die Leute auch immer, mit welchem Programm ich meine Paper und Wissensmanagement betreibe und die Zitate und die Annotationen und wie das funktioniert. Dann sprechen wir über sowas. Ich glaube, das ist schon sehr nah dran an, die Leute können da, also man könnte sich auch mit anderen Forschenden dann unterhalten und so erklären, wie arbeite ich eigentlich. Ne? Das ist jetzt weniger, also auch über meinen Inhalt natürlich, aber ja, genau, also man kann schon sagen, da gibt es Ansätze. Ich würde gerne noch einen Querverweis einbauen, weil gerade der schöne Vergleich gemacht worden ist, dass das Wissenschaftsbloggen ja auch mal was Neues war. Lilia Efimova, definitiv lesenswert, die hatte 2009, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ja in Internetzeit, das ist ja wie Hundezeit, ihr wisst ihr ja, nicht? Also es ist ja eine halbe Ewigkeit her, hat die promoviert über Wissenschaftsbloggen. Und zwar in
also unter anderem in ihrem Wissenschaftsblog hat sie darüber geschrieben. Und das Coole, fand ich, bei ihr war, dass sie auch das schon total betont hat. Also dieses Thema, dass man sozusagen zwischen verschiedenen Ebenen wechselt dann beim Bloggen. Nämlich, dass man sozusagen die Leute quasi dabei zuhören lässt, wie man laut daran arbeitet, was dann später der ausgefeilte Text der Design wird. Und dass man aber eben auch auf diese andere Ebene, sie nennt es den Gang wechseln, ja, oder Switching Gears oder so. Mhm. Also, dass man den Gang wechselt und dann auf einmal schreibt, heute stressig, weil ich muss jetzt diesen Meilenstein bei dem Arbeiten des Manuskripts ja hinkriegen oder so. Gleichzeitig passieren in meinem Leben aber die und die Sachen oder so, ne? Was ja eine komplett andere Ebene ist, wo man natürlich sagen kann, das ist gerade das Coole und Interessante im Blog, dass beide Ebenen Platz haben und man es entsprechend markieren kann, auf welcher Ebene man gerade spricht oder so. Man kann auch für beides ganz spezifisch Feedback bekommen, was dann wiederum, also das war ja bei den Blogs auch schon sehr stark der Fall, brauche ich euch nicht zu erklären, dass man dieses direkte Feedback, was dann möglich ist, auch für sich gut gebrauchen kann, ja, je nachdem, wer auf welcher Ebene man ist. Naja, wollte ich nur mal erwähnt haben, guckt es euch mal an. Aber das gibt es auch, ja, Lisa, auch im Wissenschaftspodcast, ne? Dieses, wann spreche ich in welcher Rolle, oder gibt es das nicht? Naja, ich glaube, es gibt, also ich habe zum Beispiel auch ganz bewusst, war jetzt im Sample nicht so vertreten, aber so in der Kategorisierung so Podcasts dazugenommen, die jetzt nicht nur über Forschung sprechen, sondern auch so um das Drumherum, um Lehre, um Administration. Also es gibt auch Leute, die erzählen dann, hier, ich muss gerade irgendwie einen neuen Forschungsantrag machen, und es ist irgendwie total blöd gerade oder sowas. Also dieses, ja, auch über Wissenschaft reden, das zumindest gibt es, glaube ich auch, ja. Und kann man erkennen, also im Blog kann man ja schreiben, wann man in welcher Rolle ist, also so im Sinne von, jetzt mache ich mal eine private Randnotiz. Wie erkennt man das im Blog, im Podcast, wenn du, ja. Weiß ich nicht. Na gut, man kann es irgendwie ankündigen oder so, aber. Ja, okay. Oder man macht halt, ich meine, gut, man kann ja auch, ich hatte auch, der eine hat mir auch erzählt, er macht so, man kann ja auch in Podcasts so, ich glaube, so im Podcast immer so Serien machen oder so sagen, wir haben Folgen, die, ne, die eher so dazu gehören und Folgen, die dazu gehören, also dass man quasi im gleichen Feed auch unterschiedliche Folgen hat zum Beispiel, wo man vielleicht sagt, keine Ahnung, ich mache jetzt hier mal eine lange Folge und dann mache ich immer so ein kurzes Zwischenschlaglicht oder ich mache hier was Persönliches und da wieder mehr was Fachliches oder ich spreche hier alleine und da habe ich mal Gäste dabei, also sowas gibt es ja auch, da kann man natürlich, man kann immer nochmal einen eigenen Podcast starten und man kann halt im Podcast vielleicht auch sagen, keine Ahnung, das ist so eine Folge, das ist so eine Folge, ne? Wenn man vom Radiojournalismus wegkommt, könnte man einen Clou geben durch einen Audio-Jingle. Das ist so ein charakteristisches. Und jetzt aus dem Privatleben. Und danach dann wird wieder abgeblendet. Das war's aus dem Privatleben. Das gibt es in nicht wissenschaftlichen Podcasts. Also ich erinnere mich an Herrengedeckt, die irgendwelche Rubriken hatten. Ja. Genau. Ich habe es noch nie in einem Wissenschaftspodcast, glaube ich, gehört, aber. Doch, gab's. Naja, bei Methodisch Inkorrekt hast du schon. Wollte ich gerade sagen. Ja? Okay. Echt? Die schnacken ja auch manchmal so ganz lange so erstmal über so ihre privaten Geschichten und dann geht's ins Thema so. Also da ist auch diese Kapitelmarken natürlich hilfreich, wenn Leute sagen, das haben ja auch einige Podcaster gesagt, so, ja, keine Ahnung, wir machen am Anfang immer noch mal so ein bisschen, dass wir einfach so ein bisschen quatschen und es gibt Leute, die hören das gerne, es gibt Leute, die überspringen es einfach. Ne? Ja, super spannend. Ich hätte noch eine Frage, die mir noch ganz wichtig wäre, aber die würde ich gerne zum Schluss stellen. Oder sind wir schon, ich habe den Eindruck, wir biegen schon so ein bisschen auf die Zielgerade ein, oder? Ich wollte eigentlich noch Lisa nach ihrer Haupterkenntnis aus der Doktorarbeit fragen. Was ist so das? So, ja, so die, viel Zeit muss sein. Und auch für deine Frage noch, Henning. Ich habe meine letzte schon gestellt. Okay, also das wäre meine wichtige Frage. Was ist deine Haupterkenntnis, die du so mitgenommen hast über Wissenschaftspodcasts? Ich glaube, die eine war tatsächlich, was ich so auch gelernt habe, war, dass diese Bandbreite der institutionellen Anbindungen, dass man also halt auch nicht sagen kann, das ist Radio und das ist Öffentlichkeitsarbeit und das ist privat, sondern dass es so sehr fließend ist und es gibt da auch sehr, sehr unterschiedliche Modelle gibt, wie man vielleicht auch mit einer Organisation zusammenarbeitet. Also ich kann mich auch hinsetzen und kann sagen, okay, ich setze mich irgendwie privat hin und rede irgendwie über meine Forschung, aber wenn ich dann sage, ich bin Forscherin am KIT, ist das ja trotzdem auch wieder Öffentlichkeitsarbeit fürs KIT so ein bisschen. Also da gibt es so ganz viele Facetten.
Und mich hat tatsächlich, also dieser Punkt mit, ich sag mal, dieses Desinteresse am Publikum, also dass sich tatsächlich viele Podcasts gar nicht so am Publikum so stark ausrichten, das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt, und weil man das halt auch so sehr schön neben diese ganzen älteren, ja, meistens auch ältere Studien so übers Radio, übers Fernsehen halten konnte und mal sagen konnte, hey, da funktioniert bei Podcasts was anders und auch so ein bisschen überlegen konnte, woran das liegt. Das waren für mich so zwei so wirklich auch Aha-Momente, ja. Okay. Ja, danke, das stimmt. Du hast völlig recht. Also das nehme ich auch mir auf jeden Fall mal mit, weil das habe ich mich vorher auch nicht drüber nachgedacht. Wir müssen alle deine Doktorarbeit lesen. Ja, und die allerwichtigste Frage aus meiner Sicht ist natürlich jetzt, welches ist dein Lieblingswissenschaftspodcast, Lisa? Mein Lieblingswissenschaftspodcast ist tatsächlich Geschichten aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Richard Hemmer und Daniel Messner. Und ja, den ist auch übrigens, also ich habe während meiner Doktorarbeit eigentlich wenig Privatpodcast gehört, weil man einfach so beschäftigt ist und auch so professionell Podcasts hören muss. Aber den habe ich wirklich jede Woche immer noch gehört. Also der musste tatsächlich sein. Ja, der ist wirklich gut. Also ich höre den nicht so super oft, aber so einzelne Folgen, und das ist top. Ja. Ich finde, die machen das irgendwie schön, und das ist wirklich auch so einer, der freut man sich irgendwie. Also freue ich mich so jede Woche drauf. Ja, genau. Früher hieß der Zeitsprung, aber da gab es ja, glaube ich, irgendwie so ein markenrechtliches Problem, nenne ich es mal. Aber ja, kann man nochmal erwähnen. Jetzt heißt der Geschichten aus der Geschichte. Ja, und die haben es ja auch geschafft, irgendwie von so einem reinen Privatprojekt halt, haben die so mit ihrem Freizeit-, Feierabend-, Spaßprojekt den Nerv getroffen, dass die jetzt so viel Reichweite erzielt haben. Ich glaube auch ein paar Mal, weil Jan Böhmermann sie ein paar Mal in Fest und Flauschig geplackt hat, dass die da jetzt richtig einen Beruf draus machen. Ne? Und, das sind auch die ich gemeint habe, die zwar A, mit Werbung arbeiten, aber B, das halt immer noch auch als, ich sag mal so, als kleines Abo, was man irgendwie bei Steady dann abonnieren kann, auch wieder ohne Werbung hören kann. Wobei ich auch finde, haben sie auch mal gesagt, viele Leute sagen dann, ich finde, ihr macht die Werbung so schön, ich finde es echt so unterhaltsam, ich würde euch eher Geld geben, dass ich weiter die Werbung hören kann. Das ist auch ganz cool. Es ist ein Bedürfnis zum Abschluss nochmal, obwohl wir es schon mal eingeblendet hatten, den Link einzublenden. Ich meine, ihr könnt natürlich auch selbst nach Lisa Leander googeln. Ihr werdet das auch finden. Aber das ist nochmal das kleine Format sozusagen, frei nachlesbar. Ich habe es jetzt gerade nochmal überflogen. Sehr interessant. Ja. Wobei ich auch sagen muss, genau, das war relativ am Anfang. Das sind auch die Leitfaden-Interviews noch gar nicht drin, weil ich die da noch gar nicht ausgewertet hatte. Also es sind so die Ansätze, aber da, ja. Ich hoffe, dass jetzt, ich habe die Erwartungen werden auch nicht viel zu hoch, aber Ich kann vielleicht auch schon mal spoilern. Also ich plane auch die Doktorarbeit Open Access zu veröffentlichen, weil ich auch finde, dass es ein Thema ist, wo ich hoffe, ja, dass ihr euch das freut, weiß ich. Schleim. Nein, weil ich auch denke, dass ich hoffe, es ist ein Thema, was auch viele interessiert, und ich würde ja auch gerne, dass die Leute, mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe, das auch alle noch lesen können. Und Also ja, und auch wenn es jetzt nicht die Anleitung how to make a good science podcast ist, dass vielleicht doch manche was mitnehmen können und mal so merken, so, ah ja, interessant, oder ach, das machen wir eigentlich auch, wir haben noch nie drüber nachgedacht oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube, den Moment, den werden ganz viele haben. Also wenn man sowas, so Arbeiten über das liest, was man macht, das kommt total viel, ach, so heißt das. Das ist so eine Richtung, ach Gott. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt, ja. Genau, ich mache das einfach, ja. Das finde ich ja klasse. Das liebe ich an solcher Forschung, wie du sie gemacht hast. Die ist so am Puls der Zeit, dass sie etwas beschreibt, worüber sich die Leute, die es tun, noch gar nicht selber so viel Gedanken gemacht haben. Das finde ich mega. Ja, das war auch so meine Motivation, weil ich meine, da ist ja auch so viel passiert und es sind so viele Podcasts entstanden, und ich dachte, da muss man doch mal irgendwie auch mal so von der Forschungsseite mal mehr drauf gucken und nicht sagen so, ah ja, Podcast gibt es ja jetzt schon länger, ach, haben wir doch schon alles zu gesagt, so, ne, also, ja. Ja, interessant, dass du sozusagen hier die Erste bist, die diesen unerforschten Dschungel, diese unbekannten Ländereien, linguistisch noch nicht abgegrasten Urwälder betrittst und betreten hast, und in 10 Jahren, wenn dann die Wissenschaftspodcast-Forschung in Deutschland ein etablierter Bereich ist, dann wird man zurückblicken, dass Leander 2022 das alles schon damals ausgelegt hatte. Ja. Die Marslandung der Wissenschaftspodcast-Forschung. Also andere werden dann die Spuren im Marssand von deinem Rover entdecken. Und, unbedingt.
Muss ich auch sagen, das Ganze, ich weiß nicht, ob auch Henning das auch mal erzählt hat, Henning hat mich auch gar nicht unter Druck gesetzt, ne, weil er hat damals beim Forum 2017 beim gar nicht seine Art. Kommunikation, ja genau, gesagt, so, oh, es müsste mal mehr Podcast-Forschung geben, ne, und ich gerade so angefangen, so, ja, ich mache da was, aber mal gucken, und er gleich so, ach, das musst du dann beim Forum 2021 präsentieren, und ich habe es beim Forum 2021 präsentiert, und es war so, ja. Henning, push. Ja, also ich konnte jetzt das Thema auch nicht mehr so unauffällig fallen lassen, was anderes machen oder abbrechen. Ich musste es dann durchziehen. Nee, aber wirklich hochinteressant. Es hat echt Spaß gemacht, echt, und ich hoffe, dass es irgendwie das, was die Leute jetzt interessiert, da auch hoffentlich finden und irgendwie den Ansprüchen jetzt gerecht wird. Und ist das dann für dich abgeschlossen, das Thema, oder willst du da noch irgendwas mit weiter für dich persönlich machen, oder bist du jetzt eher auf anderen, ganz anderen Themen unterwegs? Also ich muss sagen, ich könnte mir hier und da nochmal auch selber Podcasts produzieren, das habe ich auch hier und da nochmal gemacht, so auch auf freier nebenberuflicher Basis, das würde ich auch gerne weitermachen. Ich habe jetzt halt leider keine Forschungsstelle mehr, Hashtag ich bin Hanna. Es wäre noch mal cool gewesen, was zu machen. Ich freue mich aber auch, wenn andere was dazu machen. Und ich freue mich auch, wenn ich einfach, weiß ich nicht, hier so in so einem Rahmen oder auf einer Konferenz noch mal drüber reden kann und was dazu erzählen kann. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, also ich hoffe, es geht weiter. Es ist halt, man könnte noch so viel dazu machen. Das ist auch echt nicht so einfach. Also man kann dich zu Konferenzen und Workshops einladen, heißt das. Und du erzählst, was man wissen kann. Ja, man kann dich auch so in Lehrveranstaltungen mal zum Thema Wissenschaftspodcasts holen. Kann man, natürlich, ja. Ich sehe schon. Sehr gut, auch hier werden schon wieder Seilschaften geknüpft. Ich glaube, ich soll auch irgendwo noch einen Buchbeitrag, wo ich noch schreiben, aber ich weiß nicht so genau. Ja, Kleinigkeit. Ich habe da irgendwo zugesagt, mal gucken. Lass dir das bezahlen, bitte. Nee, nicht in der Wissenschaft. Ich wollte gerade sagen. Ja, super. Wir haben noch eine wichtige Frage im Chat. Also Lisa, musst du noch beantworten. Was ist mit deiner Pflanze im Hintergrund? Welche? Dieser traurige Kaffee da hinten? Oder? Ist das Kaffee? Das ist ein Kaffee, cool. Ja. Ach, oh Gott, der ist bei mir, ich muss gestehen, ich hatte einen Bürokollegen, Henning kennt ihn, Philipp Schrögel, und der ist sehr, sehr für Pflanzen, hat unser ganzes Büro begrünt, und dann mussten wir die Büro-WG auflösen und ich habe einen Teil mitgenommen und die verkümmern bei mir jetzt ganz schrecklich und deswegen darf das gar nicht so erwähnen. Okay, gut, gerne. Bitte jetzt abschalten. Ja, genau. Wir haben nichts gesehen. War das auch schon die Zeit, wo der Philipp den Büro-Dino hatte, als du da warst? Ja, jetzt hat er ja sehr, sehr viele Büro-Dinos, habe ich gesehen. Das ist schon überbevölkert. Ja. Es war immer sehr unterhaltsam und sehr grün mit Philipp. Ja. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke euch. Spannend. War sehr schön. Ja, echt. Also wir haben jetzt quasi so unser typische Hausmeisterei, nennt man das auch bei Podcasts, zum Schluss, die wir immer machen, das wäre, wir suchen uns einen neuen Termin. Oh ja. Und wir machen einen Raid. Sowas gibt es bei Podcasts nicht, aber neue Termine sucht man, glaube ich, auch für Podcasts. Ne? Müssen wir jetzt machen und gucken wir mal. Gucken wir mal Anfang Mai, oder? Fünfter. Fünfter ist doch gut. Ja. Kann ich direkt schon ankündigen, dass ich am tagsüber auf einer Fachkonferenz als Keynote-Speakerin bin. Es geht um Gaming und Klimawandel und darf was über Wissenschaftskommunikation mit Games und über Klimawandel erzählen. Kann ich dann abends berichten. Kannst du abends dann streamen? Hast du da Internet oder bist du da virtuell? Oder? Ich bin da virtuell. Das ist tatsächlich ja auch für Anreisetechnik klimamäßig einfach sinnvoller. Und unsere Rolle ist dann zu sagen, was das an Kilowattstunden zieht, das ganze Gaming, die ganze Gaming-Industrie. Wer braucht auch da kümmern die sich drum. Also gibt es tatsächlich auch jemanden, der dazu was erzählt. Ja, also ich bin total gespannt. Die ist übrigens kostenfrei und man muss sich auch nicht anmelden. Man kann einfach so teilnehmen digital. Ich kann das gerne dann auch nochmal verbreiten vorher. Aber dann kann ich abends was davon erzählen. Dann haben wir doch den 5. Mai als nächsten Forschungsstromtermin. Das war super. Genau. Toll. Ja. Jetzt muss Lisa noch sagen, was die Lieblings-Twitch-Streamerin ist. Ach Gott, ich muss gestehen, ich kenne euch bisher. Ach, okay.
Schade, sonst hätte ich ja gesagt, wir können darüber schicken. Also raiden bedeutet ja, dass wir jetzt unsere ZuschauerInnen mitnehmen in den Stream von jemand anderem. Das ist wie, die Sendung hört auf und die nächste fängt an. Und die Leute können einfach mitkommen. Aber ich guck mal, was wir hier so haben. Sind die jetzt auch gerade laufen, oder wie? Ja, ja genau. Genau. Also, oh, wir haben hier einen, ich glaube, es ist eine ISS aus Klemmbausteinen zusammenbaut. Oh. Ich glaube, das finde ich jetzt ganz chillig, Alter. Oder? Ja, das apropos, wenn wir bei Raumfahrt sind, muss ich noch eben ganz kurz noch meine Lieblingspodcast-Folge noch hier rein pluggen. Ja. Also wenn ihr nur eine Folge Wissenschaftspodcast hört, dann ist es eigentlich auf jeden Fall die Raumzeit 38 über das Alpha-Magnetspektrometer. Raumfahrt Nerds, Nerdtum galore. Aber ja, lass uns die ISS raiden. Ja, machen wir das. Ja. Okay. Dann bleibt uns jetzt so zum Abschied erstmal noch zu sagen, ne? Also ganz vielen lieben Dank, Lisa. Ich finde es klasse. Werde ich mir die angucken. Und muss ich mal alle Rechtschreibfehler rausmachen oder so. Ja. du weißt das, wenn die fertig ist, darfst du 2 Jahre nicht reingucken, weil du wirst nur Fehler sehen. Das ist ganz schlimm. Ich musste, glaube ich, auch schon reingucken, habe schon einen gefunden. Ganz schlimm. Das darf man nicht machen. Okay, war schön mit euch, lieber Chat. Danke fürs Dabeisein. Und ja, danke für die Fragen auch an den Chat. Genau. Ja, danke euch. Wir schieben uns jetzt alle mal ganz kurz darunter für die hinter den Kulissen. Mit einer Minute können wir nochmal hier sein. Tschüss. Tschüss, ihr alle. Tschüss.